Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, liebe Expertinnen und Experten, werte Gäste. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen der CDU-CSU-Fraktion zu unserem heutigen Kongress Kindeswohl auf dem Prüfstand. Was brauchen belastete Kinder? Eine Vorbemerkung, Sie können auch nachher während des Kongresses gern noch rausgehen. Es bleibt noch eine Zeit stehen und wir bemühen uns momentan darum, dass wir auch nach der Veranstaltung noch Zeit haben, dann bei Gesprächen, dass wir das Catering aufrechterhalten. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, so zahlreich gekommen sind zu diesem für uns, für Sie wichtigen Thema. Kinder- und Jugendpolitik auf Bundesebene hat ja im Schwerpunkt die Verabschiedung von Gesetzen, von Rahmengesetzen oder auch die Bereitstellung von Haushaltsmitteln als Leistung aus dem Bundeshaushalt. In den vergangenen Jahren hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion einige Gesetze auf den Weg gebracht, die wichtig sind, weil sie unter anderem zum Ausbau der Kindertagesbetreuung, der finanziellen Unterstützung von Familien oder zum verbesserten Kinderschutz beitragen. Sie alle haben die Debatten verfolgt. In den letzten Jahren ist das Thema Familie und Kinder wieder in den Fokus gerückt. Und wenn es nach uns geht, soll es noch weiter in den Fokus rücken. Und dazu dient auch dieser Kongress heute mit Ihnen gemeinsam. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und im Bereich des Familienrechts gab es ebenfalls in den vergangenen Jahren mehrere Reformen zum Sorgerecht, zum Kinderschutz, zum Familienverfahrensrecht, zum Strafrecht bei sexuellem Missbrauch. Und es wird noch weiteres kommen. Eine von der CDU-CSU angeregte Reform des Sachverständigenrechts ist aktuell auf dem Weg. Sie sehen also, wir tun was und wir wollen noch mehr tun. Experten wie Professor Fegert, den ich herzlich begrüße, und Professor Wiesner sagen, die derzeitige Gesetzeslage im Kinder- und Jugendhilfebereich ist im Großen und Ganzen gut. Auch die finanzielle Ausstattung mit 8,7 Milliarden Euro allein für die Hilfen zur Erziehung im Jahre 2013 ist umfassend. Trotzdem müssen wir hinterfragen, reicht das? Reichen die finanziellen Mittel? Sind die Strukturen entsprechend? Und sind vor allen Dingen, und das ist das Hauptziel, sind die Maßnahmen wirksam? Denn in der Praxis, also direkt bei den Kindern und Jugendlichen und bei den Eltern, gibt es gute Gesetze. Die Frage ist aber für uns, wie wir diese Wirksamkeit erhöhen können. Hierzu wird uns berichten der Leiter des Projektes Petra, Herr Dr. Peter Büttner, der jahrzehntelange Erfahrung in der direkten Arbeit mit Kindern hat und neben den praktischen Tätigkeiten auch Forschung betreibt. Das Thema Forschung ist in diesem Zusammenhang zu unterstreichen, denn die Fragestellung muss auch sein, was brauchen wir an Forschungsergebnissen, an Studien, um die Maßnahmen zu überprüfen und auch möglicherweise zu verändern. Was ist der Grund dafür, dass manche Maßnahmen nicht mehr ausreichend wirksam sind. Müssen wir neue gesetzliche Regelungen auf den Weg bringen oder brauchen wir tatsächlich noch mehr Geld? Sie kennen die Zunahme der Ausgaben im Bereich Hilfen zur Erziehung. Zur Beantwortung der Frage oder dieser Fragen möchten wir genauer hinschauen und mit Ihnen zusammen diskutieren. Zum einen erwarten wir gespannt die Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes Ende des Jahres, wobei wir aber auch ganz deutlich sagen, wir werden dann sehr intensiv auch mit den gemachten Kritikpunkten und vorgebrachten Reformvorschlägen diskutieren. Das ist zum Ende des Jahres angekündigt. Zum anderen fragen wir uns, ob die Probleme in der Praxis möglicherweise darin liegen, dass wir nicht ausreichend solide wissen, was belastete Kinder in den jeweiligen Situationen tatsächlich brauchen. In manchen Bereichen gibt es viel Forschungswissen, in einigen aber nicht. So zum Beispiel bei der Frage, in welchen normalen, problematischen oder gefährlichen Konstellationen welcher Umgangsumfang von Trennungskindern mit Eltern Kindeswohl dienlich ist oder welche Auswirkungen das Aussetzen von Kontakten hat. Deshalb haben wir von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion bereits Anfang des Jahres 2014 in Abstimmung mit dem Bundesfamilienministerium dafür gesorgt, dass es hier jetzt eine umfassende Studie aufgelegt wird, die in den nächsten Jahren uns hierzu Erkenntnisse geben soll. Zur Forschungslage im Kontext Kindeswohl wird uns Frau Professor Weiper, Forschungsdirektorin des Deutschen Jugendinstitutes, vortragen. Und dann ist die Frage, in welcher Konstellation diskutieren wir? Staat, Eltern, Kinder. Der Staat hat die Aufgabe, Eltern bei der Fürsorge ihrer Kinder zu unterstützen und bei Gefährdung des Kindes einzugreifen. Dabei ist sehr auf die Verhältnismäßigkeit zu achten. Der Staat darf weder zu stark, zu früh, zu schwach oder zu spät eingreifen.
Sie alle kennen aus ihrem Umfeld Fälle, wo der Staat zu spät eingegriffen hat oder möglicherweise auch falsch eingegriffen hat. Ich komme aus Hamburg. Gerade in Hamburg haben wir viele Fälle erlebt, wo, in dem Fall könnte ich jetzt Namen von Kindern nennen, die zu Tode gekommen sind in Hamburg, wo der Staat möglicherweise falsch oder auch zu spät eingegriffen hat. Diese Diskussion ist zu führen und die wollen wir auch mit Ihnen gemeinsam führen. Dies wird uns Professor Wiesner, Experte, deutlich machen. Ein misshandeltes Kind ist immer eine Katastrophe für die gesamte Gesellschaft. Und wir als Fraktion möchten gerne mit diesem Kongress einen ersten Impuls geben, einen wichtigen Impuls geben, um auch zu hinterfragen, wie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu bewerten ist und was sich wie verändern muss. Ich bin froh und freue mich, dass Sie gekommen sind, auch in der großen Anzahl. Ich freue mich gleich auf eine sicherlich intensive Diskussion mit unseren Experten. Angesichts der Intensität der Auswirkungen von Entscheidungen in der Kinder- und Jugendhilfe und im Familienrecht gleichermaßen ist eine groß angelegte Forschungsinitiative zur Überprüfung der Annahmen, was dem Kindeswohl dient und zur Wirkungsanalyse längst aus unserer Sicht überfällig. Und wir wollen darüber sprechen, in welchen Bahnen, in welcher Struktur diese Forschungsstudien angeht oder diese Forschungsstudie angelegt werden kann. Hierzu wird Professor Fegert sprechen. Eine breit angelegte Forschung kann allerdings nicht alleine Aufgabe des Staates sein. Es sind alle gesellschaftlichen Akteure gefragt, hier zu unterstützen. Die Veranstaltung will die Aufmerksamkeit und das Interesse auch derjenigen, die sich damit noch nicht intensiv auseinandergesetzt haben, auf die Problemlage lenken. Daher haben wir neben den professionellen Betroffenen auch Stiftungen, Forschungsförderer und Unternehmensberatungen eingeladen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es uns heute gelingt, alle gesellschaftlichen Akteure dafür zu sensibilisieren, dass wir mehr Forschung und Wirkungsanalyse brauchen. Wir brauchen gemeinsame Anstrengungen, damit Eltern wirksamer bei ihrem Erziehungsauftrag unterstützt und gefährdete Kinder wirksamer geschützt werden könnten. Soweit freue ich mich auf die Diskussion. Ich darf entschuldigen, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nadine Schön. Sie kommt aus dem Saarland und diejenigen, die aus Frankfurt kamen, haben etwas Nebel mitbekommen. Diejenigen, die aus Saarbrücken kommen wollten, haben ziemlich viel Nebel mitbekommen. Die Maschine ist nicht gestartet. Wir hoffen, dass Nadine Schön möglicherweise noch dazu stößt aufgrund der Wetterlage. Dann darf ich gleich das Wort übergeben den Experten, will noch einen Hinweis geben. Wir haben das so vorgesehen im Ablauf, dass wir jeweils zwei Impulse uns anhören, dann eine Fragenrunde machen, um Nachfragen zu den jeweiligen Vorträgen auch zuzulassen und zu diskutieren. Dann kommt die zweite Runde von zwei Impulsvorträgen und dann haben wir auch eine breite, offene Diskussion mit Ihnen gemeinsam über das, was wir gehört haben, über das, was wir uns vorstellen und möglicherweise auch über das, was Politik und was wir dann leisten können. Soweit wünsche ich Ihnen eine interessante Veranstaltung, eine Auftaktveranstaltung. Weitere vertiefende Gespräche werden kommen, da bin ich mir sicher. Und ich glaube auch, dass wir in den nächsten Jahren das Thema Kindeswohl, was brauchen belastete Kinder, auch noch weiter nach oben auf der Agenda bringen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich darf als Ersten bitten, Dr. Peter Büttner vom Projekt Petra. Herr Weinberg, meine Damen und Herren, also angesichts der vorgegebenen engen Zeit und der Tatsache, dass ich einen Praxisbericht mache, habe ich mich im Vorfeld entschlossen, keine Folien einzuspielen, sodass Sie sich völlig auf meine Sprache konzentrieren können. Wie erleben Kinder Fremdunterbringung? Wie gesagt, mein Beitrag soll Ihnen Eindrücke aus der Fremdunterbringung vermitteln. Und diese Praxiserfahrung, in meinem Fall etwa über einen Zeitraum von circa 40 Jahren, stützt sich einmal zwar quantitativ auf viele Kinder, Jugendliche und ihre Familien, aber sie beruhen in der Regel nicht auf repräsentativen und belastbaren Forschungsdaten. Allerdings haben wir im Projekt Petra seit Jahrzehnten versucht, optimale Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familie mit einem Forschungsansatz zu verbinden, sodass sich zu einzelnen bestimmten Fragestellungen und Aspekten auch auf belastbare, empirische, erhobene Daten zurückgreifen kann. Ich werde dies an den entsprechenden Stellen stets anmerken. Die Fremdunterbringung ist, wie Sie ja sicherlich alle einschätzen können, die hochschwelligste und die invasivste Form der Hilfen zur Erziehung. Die Fragestellung, wie Kinder dies erleben,
fordert angesichts der vorgegebenen Redezeit natürlicherweise Einschränkungen. Ich werde mich von daher einmal auf die klassische Heimerziehung beziehen. Und hier sind es dann vor allem Daten, die aus dem unmittelbaren Eindruck der praktischen Arbeit generiert wurden. Zudem werde ich mich auf die Inobhutnahme als sozusagen dramatische Variante der Fremdunterbringung beziehen. Eine Maßnahme, die im engsten Zusammenhang mit dem Kindeswohl und damit unserem Generalthema steht. Hier kann ich auch auf empirische Daten zurückgreifen. Noch eine weitere Einschränkung. Ich konzentriere mich auf die Schnittstelle des Eintritts in die Fremdunterbringung, also der Aufnahme. Auch dieses ist der Zeit geschuldet. Ich habe diese Schnittstelle gewählt, weil sie als einschneidendes Ereignis erlebt wird und je nach ihrem Verlauf auch erheblichen Einfluss auf das weitere Erleben der Fremdunterbringung hat. Also zunächst zur Heimerziehung. Zum Zeitpunkt der Heimunterbringung zeigen sich zumeist folgende Situationen und Befindlichkeiten. Kinder und Jugendlichen und natürlich auch im Hintergrund ihre Familien haben häufig einen jahrelangen Leidens- und Konfliktprozess hinter sich. Dabei sind Verletzungen aufgetreten, Wunden geschlagen worden, pathologische Reaktionsmuster und Konfliktstrukturen haben sich verdichtet. Für die Kinder und Jugendlichen bedeutet die Fremdunterbringung den kompletten Wechsel der Lebensmitte. Die Statik des bisherigen Lebens wird auf den Kopf gestellt. Gewohnheiten und Abläufe müssen sich anpassen. Aus in der Regel kleinfamiliären Strukturen wechselt man in eine kollektiv organisierte Lebensform. Neben dem Verlust der engsten Familie ist dies auch durch den Verlust bzw. deutlichen Rückgang der Kontakte mit den Freunden und sonstigen sozialen Netzwerken wie Vereine oder Ähnliches gekennzeichnet. Die aus dieser Gemengelage entstehenden Emotionen ergänzen sich noch mit der Unsicherheit über das Bevorstehende. Diese Unsicherheit löst Ängste, Sorgen und diffuse Erwartungsfantasien aus. Gestatten Sie mir, meine Damen und Herren, dies an einem Beispiel einmal aufzuzeigen. Da ist Werner zum Zeitpunkt der Aufnahme 11 Jahre alt, in der nunmehr bei uns in der Einrichtung erreichten 12. Lebensstation. Herkunftsfamilie, 5 Pflegefamilien, mehrmals Kinder- und Jugendpsychiatrie, Erziehungsstelle, Heimerziehung. Er kommt an mit 4 Plastiktüten und einem kleinen Käfig mit einem Wellensittich. Er zeigt einen gewissen Fatalismus mit einem abwartenden Misstrauen. Wer könnte es ihm verdenken? Werners Biografie ist aus seiner Wahrnehmung eine Kette von Enttäuschungen, Unsicherheiten und mangelnder Konstanz. Werner ist nicht repräsentativ, aber auch kein Einzelfall. Und wenn ich die etwa 300 Kinder und Jugendlichen, die ich als Praktiker aufgenommen und betreut habe, versuche zu überblicken, dann ist der gemeinsame Nenner eine gehörige Portion, lassen Sie mich das mal so sagen, legitime Angst, hohe Verletzbarkeit, Misstrauen und ganz selten nur ein erstes Aufschimmern eines Gefühles der Entlastetheit oder gar einer Aufbruchsstimmung. Wie beantworten wir dies in der Jugendhilfe? Die Situation, so sehe ich das, ist umso besser für das einzelne Kind zu gestalten und anzupassen, umso mehr wir im Vorfeld über die je individuelle Ausprägung der Problematik wissen. Das setzt Diagnostik, und zwar gezielte und methodisch erprobte voraus. Etwas, wie Sie wahrscheinlich wissen, was in der Jugendhilfe nach wie vor umstritten ist und keineswegs als Standard gilt. Erforderlich ist zudem ein einfühlsamer und individueller Begleitprozess in den ersten Tagen, um das Erleben positiver zu beeinflussen. Auch hier gibt es in der Realität der Jugendhilfe keine verbindlichen Standards und Prozeduren. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun mal zu Inobhutnahme als eine Form der Unterbringung kommen. Grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass alles, was ich eben zur Heimerziehung gesagt habe, hier auch gilt, allerdings mit einer deutlichen Verschärfung. In der Regel geht der Inobhutnahme eine höhere Form der Dramatik und der Verdichtung von Konfliktlagen voraus. Sehr oft
haben wir akute Kindeswohlgefährdung und wir haben etwa im Gegensatz zur klassischen Heimunterbringung in der Regel wenig oder keine Vorbereitungszeit, in der sich ein Kind oder ein Jugendlicher auf die Situation einstellen kann. Hinzu kommt, wie auch immer die individuelle Konfiguration ist, die in Obutame selbst ist wiederum nur eine Zwischenstation. Die weitere Perspektive ist völlig unklar. All dies hat natürlicherweise eine Auswirkung auf die emotionale Befindlichkeit und das Erleben der Inobhutnahme. Im Unterschied zur Heimerziehung haben wir hier auch erste belastbare empirische Befunde. In einer von uns über Facebook erhobenen Studie mit 234 Teilnehmern zeigte sich, dass Angst, Hilflosigkeit und Traurigkeit die dominierenden Gefühle waren, an die sich die Teilnehmer in Bezug auf ihre persönliche Inobhutnahme erinnerten. Aus einer Analyse von 141 systematischen Fallberichten in unseren eigenen Inobhutnahmeeinrichtungen konnten wir erkennen, dass etwa 41% der Kinder bei der Aufnahme häufig weinen und niedergeschlagen wirken. 46% der Kinder ziehen sich zurück, isolieren sich und suchen kaum Kontakt. Und in 26% der Fälle sind starke emotionale Reaktionen auf die Krise als solche zu erkennen. Diese Kinder erfüllen dann sehr eindeutig die Symptomatologie einer akuten Belastungssituation. In der Studie ProYouthSafe, die wir derzeit im Auftrag der Childhood-Stiftung durchführen, wurden in zwei Inobhutnahmeeinrichtungen 61 Jugendliche mit einem standardisierten Screening bei der Aufnahme in Bezug auf psychotraumatische Belastungen untersucht. Dabei zeigte sich, dass bei fast 50% depressiv-ängstliche Belastungen und bei über 50% auch suizidale Anteile an Belastungen vorlagen. Von besonderer Bedeutung ist dabei mal zu berichten, dass die Einschätzung der Problemlagen durch die Mitarbeiter in diesen Einrichtungen bei der Aufnahme zu diesen Ergebnissen höchst diskrepant waren, nämlich in den weitgehend unstrukturierten und nicht methodisch geleiteten Aufnahmegesprächen wurden nämlich diese Belastungen nicht oder nur mit deutlich geringeren Ausprägungen erkannt. Man kann sich vorstellen, dass dies natürlich Auswirkungen auf die Handlungspraxis in den Obhutnahmeeinrichtungen hat. Es zeigt die Folgen unzureichender Diagnostik und das Ergebnis verweist aber auch auf die Bedeutung forschungsgestützter Standards ebenso wie auf generelle Defizite in der Jugendhilfe in diesem Zusammenhang. Auch hier stellt sich wieder, wie bei der Heimerziehung, die Frage, inwieweit ist das System der Inobhutnahme dafür gerüstet, mit dieser Eingangssituation und den mitgebrachten Belastungen umzugehen, und eine große Reihe von Fragezeichen ist hier anzubringen. Gestatten Sie mir abschließend auf ein Sonderproblem der Inobhutnahme zu verweisen, das gleichermaßen das Erleben dieser Maßnahme veranschaulicht, wie das es Systemdefizite offenbart. Im Zusammenhang mit der Inobhutnahme gibt es das Problem der Geschwisterreihen. Das bedeutet, dass in der Regel Kinder unter 6 Jahren in familiale Bereitschaftspflege, also in Pflegefamilien, die speziell dafür ausgewählt wurden und geschult wurden, in Obhut genommen werden. Kinder über 6 Jahre kommen in klassische Einrichtungen der Inobhutnahme. Was aber tun, wenn ganze Geschwisterreihen von etwa 7 Kindern im Alter von 6 Monaten bis 13 Jahren aufgenommen werden muss? Lassen Sie mich das an einem Beispiel illustrieren aus einem sehr überschaubaren Zeitraum in der Vergangenheit, in unseren eigenen Einrichtungen. 7 Kinder einer Familie zwischen 6 Monaten und 12 Jahren werden nach massivstem Gewaltexzess des Vaters gegenüber der Mutter, den die Kinder in der Nacht miterleben, unter Einsatz von Polizei und mit höchster Dramatik in Obhut genommen. Die Mutter muss erheblich verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die klassischen Inobhutnahmeeinrichtungen sind, ganz abgesehen von der Verfügbarkeit von Plätzen, die ohnehin gering ist, nicht für die Betreuung von Kleinkindern aufgestellt. Und dies ist auch nicht vorgesehen im System.
In den Gebietskörperschaften finden sich zumeist nicht ausreichend Bereitschaftspflegefamilien, die in der Lage wären, größere Geschwisterreihen, auch ältere Kinder, aufzunehmen. Dies führt dann zwangsläufig in der Situation zu einem Auseinanderreißen der Geschwister und die Unterbringung in diesem konkreten Fall in bis zu 5 bzw. 6 verschiedene Einrichtungen. Wenn wir davon ausgehen, dass in dieser akuten Krisensituation, die ja in der Regel nur der Endpunkt einer längeren Krise darstellt, die Kinder naturgemäß untereinander einen stärkeren Zusammenhang entwickelt haben, als sie es ohnehin schon haben, und dann in der Situation auseinandergerissen werden, dann können sie sich die Dramatik dieses Auseinanderreißens nicht schlimm genug vorstellen. Es sind herzzerreißende Situationen. In den Folgetagen bemüht sich dann das System, die Kinder wieder zusammenzuführen, zumindest in tageweisen überschaubaren Besuchseinheiten. Dennoch reproduziert sich in den jeweiligen Besuchseinheiten, da sie ja nun immer ein Ende haben müssen und die Kinder wieder in ihre Ausgangssituation zurück müssen, das Auseinanderreißen mehrmals in der Woche erneut. Dieser Zustand kann Wochen andauern, manchmal Monate, wenn Vereinbarungen auf familiengerichtlicher Ebene oder in anderen Zusammenhängen nicht zielführend sind. Hier produziert das System Jugendhilfe eine zusätzliche systembedingte Belastung und die betroffenen Kinder und Jugendlichen können durch diese Form der Hilfe eigentlich nur zusätzlichen Schaden erleiden. Auch hier sind grundsätzliche Überlegungen nötig, um die prinzipiell notwendige Fremdunterbringung, daran ist gar nicht zu zweifeln in der Situation, professionell und human zugleich aufzustellen. Fazit: Kinder und Jugendliche erleben Fremdunterbringung, sei es nun Heimerziehung oder in Obhutnahme, in der Regel als großen Einschnitt. Angst, Misstrauen und Sorge vor der Zukunft sind dabei bedeutsame Anteile. Diese Belastungssituationen können durch die Jugendhilfe nur gemildert werden. Dazu bedarf es allerdings forschungsgestützter Instrumente und Prozeduren, um zu einer ebenso professionellen wie humanen Bewältigung zu gelangen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Büttner, für den ersten Impuls, wie erleben Kinder Fremdunterbringung, und auch für die konkrete Schilderung von Werner. Wir haben im Jahr 40.000 in Obhutnahmen, also 40.000 Mal den Fall eines einzelnen Kindes mit einer besonderen Biografie. Wir kommen jetzt zum zweiten Impuls, nämlich zum Thema das Kindeswohl als Maßstab guter Praxis, was wir wissen wollen. Und ich darf herzlich begrüßen Frau Professor Weiper, Forschungsdirektorin Deutsches Jugendinstitut. Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier zu diesem allerdings auch sehr weiten Thema sprechen zu können. Und deshalb muss ich mich schwer dran halten, um die Agenda für das, was ich mir heute vorgenommen habe, halbwegs durchzukriegen. Ich denke, es ist gut, noch mal zu erinnern an einige zentrale Entwicklungen im Kinderschutz, um dann diesen Begriff des Kindeswohls, so wie er im deutschen Recht gefasst ist, aufzugreifen und einige der damit verbundenen Probleme auch aufzuzeigen, um dann auf Angebote und Maßnahmen im Kontext unterschiedlicher Belastungslagen zu sprechen zu kommen und dann speziell auch nochmal Herausforderungen im Kontext der Fremdunterbringung anzusprechen, wobei das jetzt Herr Büttner wirklich schon sehr, sehr plastisch gemacht hat. Zunächst Entwicklungen im Kinderschutz. Wenn man zurückgeht, haben wir wirklich seit den 70er Jahren eine Reihe von sehr positiven Entwicklungen, die doch eine starke Professionalisierung, wirklich auch einen starken Wandel in dem, wie Familien begegnet wird, wie die Hilfen aufgestellt sind, mit sich bringt. In den 70er Jahren war es vor allen Dingen Hilfe vor Strafe als ein ganz zentraler Paradigmenwechsel, der dazu beigetragen hat, eher mit Eltern zu kooperieren und eine gemeinsame Suche nach tragfähigen Lösungen auf den Weg zu bringen. Dann anschließend die mit der Verabschiedung des Sozialgesetzbuchs 8, wo ganz stark der Abbau von Benachteiligungen durch stärkere Unterstützung und Hilfen für Familien im Vordergrund stand und der Eingriff in Elternrechte sehr stark als Ultima Ratio gesehen wurde, mit der Stärkung des staatlichen Schutzauftrags durch die Reformen § 8a und Reformen des § 1666 haben wir nochmal detaillierte Verfahrensregeln für die
das Vorgehen bei Kindeswohlgefährdungen erhalten und eine starke Qualifizierungswelle ist auf den Weg gebracht worden. Und dann im Jahr 2007 mit der Gründung des Nationalen Zentrums Früher Hilfen und ab 2010 mit allen nationalen Anstrengungen zur Aufarbeitung und Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch haben wir nochmal eine sehr starke Intensivierung und Stärkung von präventiven Ansätzen gesehen. Jetzt, wie gesagt, das Bundeskinderschutzgesetz als letzter Schritt, der auch hier stark anknüpft und auf dessen Evaluation wir natürlich alle sehr gespannt warten. In vielerlei Hinsicht kann man sagen, das 20. Jahrhundert versteht sich als Jahrhundert des Kindes und tatsächlich sind in dieser Zeit auch die Kinderrechte stark in den Vordergrund getreten, nicht zuletzt auch mit der gesetzlichen Verankerung des Rechts auf gewaltfreie Erziehung im Jahr 2000. Aber trotzdem sehen wir, zumindest wenn wir hier auf die polizeiliche Kriminalstatistik schauen, doch keinen Rückgang von Misshandlungen von Kindern. Das, wie gesagt, ist das Hellfeld der zur Anzeige gekommenen Taten. Wir sehen, dass die Ausgaben für Hilfen zur Erziehung von Kindern stark gestiegen sind. Die Fallzahlen, wir haben es schon gehört, im Jahr 2013 fast 900.000 Kinder und Jugendliche und junge Volljährige mit hohen Ausgaben, die dafür sprechen, dass wir durchaus noch nach wie vor einen sehr hohen Handlungsbedarf haben. Und nicht zuletzt auch, wenn wir gucken, wie entwickeln sich denn die Gefährdungsmitteilungen, die bei den Jugendämtern eingehen, im Vergleich zu dem, welche Gefährdungen festgestellt worden sind und in welchem Anteil der Fälle dann Sorgerechtsentzüge auch durch die Familiengerichte stattfinden. So muss man sehen, eigentlich ist auf der ganzen Ebene ein Anstieg dieser Fälle zu verzeichnen, aber wir sehen nicht unbedingt Bewegungen, die es eher nahelegen würden, wirklich auch amtlich oder bei den Jugendämtern festgestellte Fälle vor die Familiengerichte zu bringen. Also nach wie vor ist es ein eher kleiner Teil der zu prüfenden Gefährdungsfälle, die tatsächlich auch bei den Familiengerichten landen. Wir wissen aus internationalen Studien, dass wir es mit einer großen Dunkelziffer in diesem Bereich zu tun haben, die sich irgendwo zwischen 20% und 50% oder auch in anderen Studien zwischen 10% und 20% nur sozusagen das ins helle Rücken befinden. Das heißt, der Großteil der Fälle bleibt damit noch im Dunkeln. Was ist nun zum Begriff des Kindeswohls zu sagen, auf den ja alle diese Maßnahmen ausgerichtet sind? Das Kindeswohl steht sehr stark so im Handeln der Kinder- und Jugendhilfe, ebenso wie bei den Familiengerichten im Vordergrund. Wir haben gehört, dass wir in dem Bereich auch nochmal einen starken Wissensbedarf haben. Wenn man sich anguckt, was die Bezugspunkte empirischer Studien sind, die sich mit den Einflüssen unterschiedlicher Maßnahmen und Angebote auf das Kindeswohl befassen, sehen wir, dass hier eine sehr unterschiedliche Facetten der kindlichen Entwicklung in den Blick genommen werden, mal mehr oder minder als kontinuierliche Variationen, Bildung kann mehr oder minder hoch sein, ebenso können Verhaltensauffälligkeiten mehr oder minder stark ausgeprägt werden. Manchmal versucht man einen Cut-off-Punkt zu setzen, wo man sagt, ab da wird es wirklich schlimm. Aber wie gesagt, wir haben nicht unbedingt eine spezielle Hürde. Wenn wir das nochmal gegenübersetzen zu dem, was die gemeinsame Sprache von Kinder- und Jugendhilfe und Familiengericht ist, im Verständnis von Kindeswohlgefährdungen, dann haben wir hier doch nochmal eine andere Sichtweise. Da wird unter einer Kindeswohlgefährdung verstanden, eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussagen lässt. Also Sie merken schon, es ist ein Begriff, der viele Relativierungen enthält und der vor allen Dingen sehr stark zukunftsorientiert ist, der eine Prognose erfordert vor dem Hintergrund dessen, was im Moment die Situation ist. Und diese Situation wird vor allem gerahmt durch das, was die Eltern tun. Das ist der Bezugspunkt auch bei der Bestimmung von Kindeswohlgefährdungen.
Natürlich ist es nicht der einzige Bezugspunkt. Das Kindeswohl wird bestimmt immer vor dem Hintergrund dessen, was die Eltern an Fähigkeiten an den Tag legen, aber auch was die kindlichen entwicklungsbezogenen Bedürfnisse sind und das, was die Familie und das weitere Umfeld an Ressourcen zur Verfügung hat. Es ist tatsächlich sehr sinnvoll, diese Vielzahl von Faktoren in den Blick zu nehmen, denn wir wissen, wenn wir uns anschauen, wie sich Kinder im Kontext einer Vielzahl von Risikofaktoren entwickeln, dann ist es doch sehr stark nicht so sehr ein einzelner Risikofaktor, sondern eher die Kumulation unterschiedlicher Risiken, die sich als relevant erweisen. Hier sehen wir, dass mit steigender Anzahl von Risikofaktoren auch die psychischen Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen ansteigen. Damit sind wir mit besonderen Herausforderungen im Kinderschutz konfrontiert, gerade nochmal vor dem Hintergrund des vorhin vorgestellten Kinderschutzbegriffes. Es geht zum einen darum, gewichtige Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdungen zu erkennen, dann den Kontakt so zu gestalten, dass Hilfe und Schutz gefördert wird im Kontakt zu den Eltern und Kindern und auch unter Einbeziehung anderer Stellen. Es geht vor allen Dingen darum, positive Veränderungsmöglichkeiten für die Kinder zu eröffnen und dabei auch die Rechte der Beteiligten zu wahren. Wenn wir uns unterschiedliche Angebote und Maßnahmen im Kontext unterschiedlicher Belastungslagen angucken, dann haben wir es sehr oft mit dieser Vorstellung zu tun, es geht um die Balancierung von Ressourcen und Belastungen, die darüber entscheiden, ob wir uns eher im Bereich von fördernden Maßnahmen, helfenden Maßnahmen, Hilfen zur Erziehung oder Schutzmaßnahmen bewegen. Wobei es streng genommen nicht so sehr die Frage von Ressourcen und Belastungen ist, sondern auf der einen Seite da, wo wir Belastungen haben, um Faktoren, die eine Kindeswohlgefährdung implizieren, und auf der Seite der Ressourcen eher um die Frage, wie kooperationsbereit und kooperationsfähig sind die Eltern, das heißt, inwieweit sind sie gewillt und in der Lage, an der bestehenden Kindeswohlgefährdung zu arbeiten, gemeinsam mit den unterstützenden Diensten. Das, was Kinder und Familien brauchen, um Gefahrenlagen, mögliche Gefährdungen abzuwehren, hängt sehr von ihrer Lebenslage ab und entsprechend haben wir auch sehr unterschiedliche Angebote. Wir wissen, dass ungefähr die Hälfte aller Eltern tendenziell verunsichert ist in dem, wie Erziehung ihren Kindern am besten taugt. Das sind sicherlich Fragen, die im Bereich der universellen Prävention beantwortet werden können. Wir haben vielfach nochmal erhöhte Belastungslagen bei bildungsfernen Familien oder erhöhte Risiken, müsste man sagen. Hier geht es darum, selektive Maßnahmen, selektive Prävention auf den Weg zu bringen, die auch den besonderen Lebensumständen dieser Familien Rechnung trägt. Dann haben wir ca. 5 bis 10 wirklich belastete Familien, bei denen indizierte Prävention angesagt ist, die wir zum Teil im Kontext der frühen Hilfen finden und nur ein kleiner Teil der Familien zum Glück macht es erforderlich, dass Eingriffe ins Elternrecht vorgenommen werden. Wie gesagt, wir haben hier sehr unterschiedliche Ansätze, auch je nach Bedarfslage der Familie und es gibt durchaus evaluierte Präventionsansätze, die diesen Unterschieden auch gerecht werden. Ich habe Ihnen hier noch mal einige Elternprogramme aufgeschrieben, die zum einen im Sinne der universellen Prävention quasi alle Eltern ansprechen oder im Sinne der selektiven Prävention beispielsweise insbesondere junge Familien in belasteten Lagen, zum Beispiel auch mit sogenannten schwierigen Kindern, wo das Video-Home-Training sich sehr bewährt hat, Kinder im Blick als ein Angebot für Scheidungsfamilien, ob STAPJE, speziell für sozial benachteiligte Familien oder Triple P, das auch eigentlich quer durch alle Ebenen anwendbar ist. Und auch Angebote der indizierten Prävention, da wo sozusagen schon Problemlagen auch ganz deutlich sichtbar sind, da wo Eltern beispielsweise vernachlässigend agieren in der Erziehung, Safe Care als ein internationales Angebot, Caring Dads für Väter, die ihre Kinder misshandeln oder das ABC-Programm für Pflegefamilien. Das sind allerdings gerade die letzten genannten internationale Programme, die wir hier so in Deutschland noch nicht verfügbar haben. Und das verweist nochmal auf ein Problem, das vielleicht auch hier mit diesem Modell aufgeführt ist. Wir haben noch wenig
Wege genutzt, um das Wissen, das wir haben, die theoretische Basis für die Entwicklung von Programmen, sozusagen dieses Wissen zu nutzen, um über Praxiserfahrung Verfeinerung in den Programmen vorzunehmen und dann auch zunehmend rigorose Tests dessen, wie tragfähig und wie passgenau die Programme auch für Familien in unterschiedlichen Situationen sind und wie viel Hilfe sie tatsächlich bringen. Zwei Leuchtturminitiativen in diesem Bereich stechen heraus. Das sind zum einen die Initiativen zur Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch, wo wir auch begleitende Förderlinien des BMBF haben, die sehr stark und intensiv hingeguckt haben, lassen sich diese Fälle vermeiden und mit welchen Gefahren muss man rechnen, wenn das nicht gelingt. Und zum Zweiten die Arbeiten im Rahmen des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen, wo gerade im Bereich der Frühprävention für junge Familien intensiv geforscht worden ist. Auch hier, wie gesagt, haben wir durchaus noch eine Reihe von Fragezeichen, noch keineswegs alle Punkte, die wir wissen müssen zur Funktion Frühe Hilfen, sind gut beantwortet. Aber wir haben viel gelernt aus den Versuchen, doch auch wirklich intensive Begleitforschung auf den Weg zu bringen. Hier eine amerikanische Review-Studie, die allerdings die internationalen Programme aufbereitet hat und doch nahelegt, dass man circa ein Drittel der Missbrauchsfälle erfolgreich präventiv vermeiden kann, wenn entsprechende Angebote verfügbar sind. Entsprechende Erfahrungen, genaue Prüfungen, wie gesagt, stehen aber bei uns doch noch in stärkerem Maße aus. Herausforderungen im Kontext von Fremdunterbringung, die Herr Büttner schon angesprochen haben. Hier haben wir sicherlich zunächst das große Problem, Gefahren angemessen abzuschätzen. Das wurde schon angesprochen, die Rolle der Diagnostik. Und hier tun sich viele offensichtlich besonders schwer bei der Abschätzung von Gefährdungen durch Vernachlässigung. Wenn man hier mal gegenüberstellt, die weitere Entwicklung bei Vernachlässigung oder Misshandlung durch die Eltern, sehen wir sehr viel häufiger bei Vernachlässigung auch weitere Gefährdungen, ungünstigere Entwicklung der Kinder und seltener eine Fremdunterbringung. Das heißt, das ist eine Problemlage, die Fachkräfte offensichtlich nur sehr schwer angemessen einschätzen können und entsprechend auch wenig beherzt intervenieren, sozusagen. Gerade bei familienersetzenden Maßnahmen kumulieren sehr oft Risikofaktoren, das brauche ich Ihnen eigentlich nicht nochmal sagen, zu erzählen, die kritischen Beziehungserfahrungen, die oft vor der Impflegenahme gemacht worden sind, der Abbruch oder die Auflösung von bestehenden Bindungsbeziehungen bei der Impflegenahme und auch mögliche ungünstige oder belastende institutionelle Reaktionen. Alles das macht es durchaus schwieriger. Und so stehen Pflegeeltern auch vor beträchtlichen Herausforderungen im Umgang mit den schwierigen Kindern, in der Bewältigung des Familienalltags, auch im Verhältnis zwischen leiblichen und Pflegekindern, in Aushandlungsprozessen mit dem Jugendhilfesystem, der Navigation der Kinder durch diese verschiedenen Systeme, nicht zuletzt das Management der Umgangskontakte, auch das eigene Zurechtkommen mit den Herkunftseltern. Dabei wissen wir mittlerweile, dass es sehr stark auf das richtige Timing ankommt. Je früher Kinder, möglichst noch im ersten Lebensjahr, in einen neuen familiären Kontext kommen, da wo die eigene Herkunftsfamilie nicht tragfähig genug ist, umso besser. Hier sehen Sie das jeweilige Risiko einer unsicheren Bindung in Abhängigkeit vom Adoptionsalter. Und da sehen Sie, dass diejenigen Kinder, die nach dem ersten Lebensjahr in Obhut genommen worden sind, ein wesentlich höheres Risiko haben für unsichere Bindungen. Das zeigt sich ganz ähnlich bei Pflegefamilien. Und wir wissen gleichzeitig aber auch, dass Pflegekinder doch einen gewissen Vorteil haben gegenüber denjenigen Kindern, die in Heimunterbringung aufwachsen, weil doch vielfach Pflegefamilien einen noch fürsorglicheren Kontext bieten können. Ich komme zum Fazit und das ist meine letzte Folie. Wir haben zahlreiche positive Entwicklungen im Kinderschutz gesehen, aber dennoch wachsen Bedarf und Kosten, wobei der Erfolg der Maßnahmen kaum evaluiert ist.
Der Begriff des Kindeswohls im deutschen Rechtssystem ist sehr anspruchsvoll und erfordert eine Gefährdungsprognose, die vielfach nur sehr schwer zu leisten ist, die ehrlich gesagt auch vielfach auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnis gar nicht so einfach zu leisten ist. Und obwohl die Kinder- und Jugendhilfe mit einer breiten Palette von Angeboten für unterschiedliche Bedarfslagen operiert, wird doch nur wenig auf wirklich theoretisch fundierte und empirisch evaluierte Angebote zurückgegriffen, obwohl solche Angebote auch in anderen Bereichen erfolgreich entwickelt worden sind. Insofern ist da durchaus noch ein großer Aufholbedarf und wenn man so will, kann man diese stärkere Professionalisierung, die im Bereich früher Hilfen und gerade auch bei der Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch angestoßen worden ist, als Blaupause auch für Arbeiten in anderen Feldern hernehmen. Das wäre auf jeden Fall meine Hoffnung und Empfehlung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Weiper. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt Gelegenheit nach den ersten beiden Impulsen für eine erste Fragerunde zu dem, was Sie gehört haben. Ich darf um Wortmeldungen bitten zu dem Gehörten. Bitte schön. Wir haben auch weitestgehend Mikrofone gekauft und aufgestellt. Sie können die, wenn Sie Strom haben, auch nutzen, also die Mikrofone. Vielleicht sagen Sie noch kurz Ihren Namen zu Ihrer Person, was kurz und dann die kurze Nachfrage. Ja, mein Name ist Manfred Dröger und einige kennen mich ja persönlich. Also ich bin ja betroffener Vater und ich habe jetzt sehr aufmerksam zugehört. Und ich denke, in Obhutnahmen ist sicherlich ein sehr, sehr sensibles Thema. Jugendämter haben eine sehr, sehr schwierige Arbeit. Aber was mich jetzt, also es sind eigentlich, ich hätte mehrere Fragen, aber ich möchte mich mal ein, zwei Fragen konzentrieren. Also ich möchte festhalten, die in Obhutnahmen haben sich seit dem Jahr 2005 fast verdoppelt. Und das bei einer Geburtenrate, die auf einem niedrigen Niveau konstant ist. Und jetzt gab es ja in den vergangenen Monaten mehrere Berichte in den Medien über eine profitorientierte Kindeswohlindustrie. Gleichzeitig gab es in den Medien mehrere Berichte über sehr, sehr mangelhafte Gutachten. Und also ich kenne jetzt auch ziemlich viele Fälle, auch Betroffene. Ich kenne jetzt aktuell den Fall Dave Möbius aus dem Internet. Seit 2 bis 3 Jahren verfolge ich diesen Fall. Ein Junge, der seit einigen Jahren im Heim leben muss. Er ist 2-3 Mal geflüchtet, weil er möchte nach Hause zu seinem Vater. Sein Vater möchte auch, hat auch nur ein Ziel, dass sein Junge nach Hause kommt. Der Dave hat auch noch eine größere Schwester. Jetzt ist meine Frage, also wir haben jetzt die Inobhutnahmen, die Berichte über die profitorientierte Kindeswohlindustrie, die Berichte über mangelhafte Gutachten, also in den Medien. Und warum ist es nicht möglich, dass eben in solchen Fällen eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Jugendamt möglich ist, damit man hier eine konstruktive Lösung findet. Das ist eigentlich meine Hauptfrage. Ich denke einfach, diese profitorientierten Sachen stehen häufig auch noch im Mittelpunkt. Also nicht immer, aber sicherlich gibt es da Fälle. Also das ist meine Frage. Dankeschön. Gut, vielen Dank. Wer möchte? Ach so, danke. Das ist natürlich jetzt erstmal eine Unterstellung, die profitorientierte Kinderschutzindustrie. Das würde ich so wirklich nicht sehen, weil die Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich arbeiten, werden nicht unbedingt reich. Es gibt sicherlich auch Träger und es sind einige schwarze Schafe durchaus auch in die Diskussion geraten. Aber insgesamt muss man eher sagen, dass nach wie vor eher, das wäre meine Interpretation, vielfach auf unsicherem Terrain, in sehr schwierigem, gangbaren Gelände gearbeitet wird. Und vielfach auch so, dass doch immer wieder aus dem Einzelfall heraus Richtlinien entwickelt werden müssen. Das ist sozusagen vielfach ja die professionelle Identität. Und ich glaube, das erschwert es sehr, die Übersichtlichkeit des Feldes und der Problemlagen, da wo es nicht angezeigt erscheint, sich doch auch noch mal stärker um diagnostische Kategorisierungen zu bemühen oder deren sie als hilfreich zu erkennen im Umgang mit den Fällen. Also insofern würde ich jetzt nicht unbedingt auf die Ökonomie abheben als das schwarze Schaf, ja, oder die Gewinnorientierung, sondern eher auf ein Problem, das dem Berufsfeld anhaftet. Ja. Es ist sehr schwer, weil es operiert mit einem schwer handhabbaren Kindeswohlbegriff. Und es ist so aufgestellt, dass es sehr versucht, aus dem Einzelfall heraus
ein Fallverständnis und eine Lösung zu generieren. Das ist in der Kombination ein extrem anstrengendes Arbeiten, das auch sehr fehleranfällig ist. Ich denke, das war auch eine der Botschaften von Herrn Büttner. Also ich möchte da unmittelbar anklinken. Müssen zwei Ebenen auseinanderhalten. Die Einzelfälle, die Sie jetzt angedeutet haben, die natürlich in dieser Runde gar nicht analysiert werden können und deren Bedeutung gar nicht verifiziert werden kann. Aber unabhängig davon ist genau das zentrale Problem das, dass wir auch für diese Nische der Tätigkeiten keine Standards haben. Sie haben es von Gerichtsbezirk zu Gerichtsbezirk, haben Sie andere Anforderungen an Gutachter. Sie haben die Gutachter selber, die zum Teil sehr unterschiedlich arbeiten in ihren Methoden. Und das Anforderungsprofil ist nicht verlässlich. So, von daher können Sie die Fälle miteinander auch ganz schwer vergleichen, um dann zu einem Urteil zu kommen. Das können Sie dann nur in einer tiefen Analyse am Einzelfall. Das wiederum nützt Ihnen dann auch nichts, um generelle Aussagen zu machen. Das Feld ist extrem diffus und auf dieser Stelle kommen wir sozusagen so nicht weiter. Vielen Dank. Ich habe jetzt 47.11 Wortmeldungen. Was toll ist, war das sozusagen für die Wichtigkeit des Themas spricht. Ich muss es nur leider etwas strukturieren, deswegen kann ich jetzt noch drei zulassen. Wir haben eine erste Fragerunde, wir haben dann zwei weitere Impulse und wir haben dann nochmal eine breite Diskussion am Ende. Deswegen haben Sie bitte Verständnis, dass ich noch drei zulassen kann mit Blick auf die Uhr. Wie gesagt, am Ende haben wir auch noch eine breite Diskussion insgesamt. Frau Kollegin Pantel hat sich zu Wort gemeldet. Ja, Herr Büttner, eine Frage an Sie. Sie haben eben sehr eindrucksvoll eine große Familie dargestellt, wo alle Kinder verteilt werden mussten. Warum geht man da nicht in die Familie rein? Warum lässt man die Kinder nicht in ihrem Umfeld und gibt helfendes Personal? Ich finde, das kann man wesentlich häufiger machen. Damit habe ich schon mal das Gros, dass die Kinder auch ihre Heimat verlieren, ihr Zuhause verlieren, habe ich damit schon mal gedeckelt. Also entweder so, wie wir das bei Hebammen gemacht haben, dass die in die Familien reinkommen und gerade wenn mehrere Kinder da sind, warum verweist man dann nicht gewalttätige Eltern eine gewisse Zeit außer Haus und führt danach auch dadurch, dass man permanent Hilfspersonal dabei hat, hat man dadurch direkt eine Schulung für die Eltern und Hilfen und wenn es gar nicht geht, warum geht man da nicht gezielt in die Familie, in die übrige Familie rein und nimmt den Schläger raus? Okay. Vielen Dank für diese Frage. Ich habe ja erstmal nur den Problemzustand beschrieben. Die Antworten darauf sind vielfältig. Dieses ist eine mögliche Antwort. Aber diese Antwort ist nicht immer möglich. Und nach unseren Erfahrungen in diesen Situationen ist die Nische, diese Möglichkeit ist eine ganz kleine Nische. Das hat mit vielen Faktoren zu tun, die wir jetzt hier nicht vertiefen können. Zum Beispiel mit der Problembelastetheit auch der Wohnung. Zum Beispiel mit der Tatsache, dass wenn der Vater zurückbleibt, in dem konkreten Fall jetzt hier, sie auch nicht so einfach den Vater aus dieser Wohnung verweisen können. Und. Also da gibt es erhebliche Barrieren. Nichtsdestotrotz ist das eine sehr gute Variante. Aber wir haben genügend Fälle, wo das aus verschiedenen Gründen nicht geht. Es lebt noch eine andere Generation drin, eine Großmutter drin, die ihrerseits belastet ist, die schwierig ist, die nicht zugänglich ist für beraterische Intervention in der Familie. Also Sie kennen wahrscheinlich Familien im Mittelpunkt, das sind ja Verfahren, wo genau das gemacht wird, was Sie angesprochen haben, wo Familien belassen werden und Betreuer gehen mit und arbeiten mit der Familie. Aber was tun wir, wenn dies alles nicht möglich ist? Da war jetzt mein Hauptfokus und nach unserer Erfahrung, die ist aber nicht repräsentativ, aber ich befürchte, dass sie schon repräsentativ ist, ist das die Mehrheit der Fälle in der Obhutnahme bei Geschwistereien. Und dann sind wir da am Ende und da müssen wir ganz andere Lösungen finden. Die haben wir im Kopf, was man da machen könnte, aber das ist jetzt nicht unser Thema heute. Vielleicht kann ich noch eine kurze Ergänzung anfügen. Sie haben das ja auch sehr stark gemacht, die Geschwisterbeziehung als Ressource für diese Kinder. Und das wirkt für uns ja auch sehr plausibel. Allerdings ist es nicht so, dass alle Fachdienste davon überzeugt sind, dass Geschwister sich immer gut tun. Wir begegnen im Gegenteil relativ breit gestreut dem Generalverdacht, dass Kinder auch parentifiziert sind in solchen Familien und dass es wichtig ist, zum Beispiel ältere Geschwister mal aus dieser Fürsorge
Verpflichtung gegenüber jüngeren Geschwistern herauszuholen. Und das ist vielfach als eine generelle Begründung für das Auseinandernehmen von Geschwisterkindern hergenommen worden, in breitem Stil, in viel breiterem Stil, als es empirisch erforderlich gewesen wäre. Und sagen wir mal, erst in den letzten Jahren ist da noch mal ein differenzierterer Blick drauf geworfen worden, auch beispielsweise angestoßen durch SOS Kinderdorf, die sich um eine intensivere Diagnostik auch in den Fällen bemühen, um wirklich hinzugucken, wie ist denn die Geschwisterbeziehung. Also das noch mal als ein Hinweis darauf, dass auch in dem Bereich, der für uns jetzt so selbstverständlich erscheint, oft andere Bilder bei Fachkräften vorherrschen, es mögen ja auch andere Erfahrungen sein, dass aber oft die Werkzeuge noch fehlen, um zu unterscheiden, was haben wir denn jetzt hier in der Situation und was ist auch da entsprechend erforderlich. Vielen Dank. Dann habe ich als nächstes Frau Kollegin Sütterlin-Waag. Und dann den Herr im Blau dahinter, dann haben wir das farblich, habe ich mir gemerkt, grün und blau. Ja, das ist gut. Gleich direkt dahinter dann, ne? Ja, mein Name ist Sabine Sütterlin-Waag. Ich bin die Berichterstatterin im Rechtsausschuss für Familienrecht. Und ich wollte noch auf Ihre Frage kurz antworten zur Verbesserung der Gutachtenqualität. Wie Sie wissen, haben wir ja einen Gesetzentwurf gerade in der Mache. Und wir haben gerade auch auf dem Familiengerichtstag, Frau Kannegießer ist auch da, Frau Peschel-Gutzeit ist da, wir haben da sehr ausführlich drüber diskutiert. Und ich will Ihnen einmal kurz vorlesen, es geht ja darum, ich will Ihnen nicht den ganzen Referentenentwurf vorlesen, keine Sorge, aber es geht ja darum, dass wir Qualitätsmaßstäbe einziehen wollen in die Begutachtung familienrechtlicher Gutachten, in denen es ja insbesondere auch um Sorgerechtsentscheidungen geht. Und das war auch ein großes Thema auf dem, wie gesagt, auf dem Familiengerichtstag in dem Arbeitskreis, dass man eben bei den Sachverständigen gewisse Qualifikationen voraussetzt, und zwar mit einer geeigneten psychologischen, psychotherapeutischen, psychiatrischen, medizinischen, pädagogischen oder sozialpädagogischen Berufsqualifikation. Das ist im Moment der Entwurf, der ist noch in der Diskussion. Und dann soll eben auch dafür gesorgt werden, dass die Gutachten, wenn möglich, etwas schneller erstellt werden. Das ist unser Anliegen und daran arbeiten wir. Und wir hoffen, dass es dann zu besseren und auch einheitlicheren Gutachten kommt. Danke. Vielen Dank, Sabine. Dann, genau, den Herr im Blau. Ja. Norbert Struck, Jugendhilfereferent beim Paritätischen Gesamtverband. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Das Ganze hat jetzt so einen leicht psychologischen Bias in den beiden Vortragenden, dass wir nicht so ein Jugendhilfe-Bashing machen auf der Basis von Standards einer fremden Profession. Wir müssen sozialpädagogisch denken, und in Obhutnahmesituationen sind komplexe sozialpädagogische Situationen, in denen mit gewissen Settings reagiert wird auf die individuellen Situationen. Und das Kinder- und Jugendhilfegesetz im Bereich Hilfen zur Erziehung lässt alle Optionen, alle Möglichkeiten offen. Es ist ähnlich offen wie der Kindeswohlbegriff, der, denke ich, als Rechtsbegriff notwendigerweise dieses Element von individueller Abwägung dessen, was Kindeswohlgefährdung ist und was es nicht ist, enthält. Der Michael Köster hat als Jurist da intensiv zugearbeitet, und ich finde, es gibt keine andere Lösung, als an dieser individualisierten Form des Kindeswohlbegriffs festzuhalten, jetzt im Juristischen. Und genauso hält Kinder- und Jugendhilfe in den Fällen von Inobhutnahme an der individuellen Situation fest. Und es ist ein falscher Maßstab, jetzt evaluierte Programme und Standards von naturwissenschaftlich orientierten Wissenschaften in dieses Feld reinzubringen. Da kommen wir als Kinder- und Jugendhilfe, da kommen wir in der Sozialpädagogik nicht weiter. Ich glaube, wir haben an vielen Stellen eine ganz gute Arbeit, und wir können nicht in Einzelfällen diskutieren. Natürlich weiß jeder, der in dem Feld arbeitet, dass es auch misslingende Praxis gibt oder so. Aber das kann nicht das Kriterium für das System sein. Und insgesamt, wir haben jetzt intensiv an den Implikationen der Gesetzesänderung zum Kinderschutz gearbeitet. Demnächst wird der Bericht vorgelegt, und wir haben unterm Strich herausgekriegt, die Instrumente haben im Wesentlichen gegriffen. Es ist im Wesentlichen eine akzeptable Situation. Ich glaube nicht, dass allzu viele Vorschläge zu rechtlichen Änderungen aus diesem Bericht jetzt zum Bundeskinderschutzgesetz heraus vorkommen werden. Und wir müssen ein bisschen sehen, dass wir das vom System Kinder- und Jugendhilfe her denken und nicht aus umliegenden Wissenschaftsbereichen. Danke. Vielen Dank. Herr Struck, ich würde gerne kurz eine Replik darauf machen. Ich denke, dass das
kein wirklicher Widerspruch ist, was Sie aufzeigen. Es gibt nicht einerseits die sozialpädagogische Individualisierung und auf der anderen Seite die psychologisch-naturwissenschaftliche Standardisierung und sozusagen Nivellierung des Individualismus. Darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht allerdings darum, in der Verantwortung, in der wir in diesem Bereich stehen und insbesondere der Inobhutnahme und insbesondere angesichts der Verletzungen und Verwundungen, die diese Kinder bekommen haben, zu erprobten Verfahren des Erkennens von Problemen zu kommen und allerdings auch zu erprobten Verfahren des Umgangs damit. Und die sozialpädagogische Ausbildung in ihrem Kern vermittelt diese Standards nicht. Das sind erprobte Verfahren, die wir aus anderen Bereichen kennen. Und es ist keine Schande für eine Disziplin, Verfahren aus anderen Disziplinen zu übernehmen, um damit die Verantwortung, die wir haben, gerecht zu werden. Gut, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Fragen hier in der ersten Runde. Sachverständigenrecht hat die Kollegin berichtet, das wird noch im Herbst jetzt Thema werden und der erste Entwurf liegt vor und wird debattiert werden. Dann darf ich jetzt zur staatlichen Verantwortung kommen und Herrn Professor Wiesner bitten zum Thema die staatliche Mitverantwortung für das Wohl des Kindes. Währenddessen darf ich berichten, dass nach überzeugenden Kämpfen, in Anführungszeichen, es uns gelungen ist, auch nach der Veranstaltung gibt es noch ein Catering im weiteren hinteren Bereich. Und ich würde mich sehr freuen und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dann noch Zeit für Gespräche haben, um das aufzuarbeiten und abzuarbeiten, was wir heute besprochen haben. Herr Professor Wiesner. Ja, Herr Weinberg, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken für die Einladung zu dem Kongress, wenn er auch sehr zeitlich verdichtet ist, aber doch ganz grundsätzliche Themen anspricht. Es ist schon alleine Herausforderung jetzt, wie bei meinen Vorrednerinnen und Vorrednern auch zu so einem komplexen Thema innerhalb von 15 Minuten eine Position zu beziehen. Ich will es aber dennoch tun oder ich habe mich dafür bereit erklärt. Vielleicht noch, ich firmiere hier unter Freier Universität Berlin. Das ist, wie viele ja wissen, ja sagen wir mal meine zweite Heimat. Meine erste Heimat war ja über 37 Jahre das Bundesfamilienministerium, wo ich 11 Ministerinnen und einen Minister erlebt und überlebt habe. Und ich freue mich ganz besonders, dass eine von Ihnen, an die ich mich gerne erinnere, heute hier unter uns ist. Ja, was erwartet Sie jetzt in meinem Impuls? Das Kindeswohl, von dem Begriff, der als Leitbegriff gewissermaßen auch über dem Kongress, dem jetzt der Veranstaltung steht, da will ich natürlich auch noch mal eingehen aus der juristischen Sicht. Frau Walper hat ja einiges dazu auch schon eingebracht, dem berühmten in Anführungszeichen Dreieck Eltern-Kind-Staat. Und ich muss auch noch zum Thema oder zu den Debatten um die Kinderrechte, die ja auch im Bundestag in den Fraktionen geführt wird, einiges sagen. Ja, was ist das Wohl des Kindes? Ich zitiere einen von mir durchaus geschätzten Kollegen aus seinem Buch Jörg Maywald, Kinder haben Rechte, wo er sagt, das sogenannte Kindeswohl ist vermutlich der am meisten strapazierte und zugleich am heftigsten umstrittene Begriff, wenn es darum geht, Entscheidungen für Kinder und mit Kindern zu treffen und zu begründen. Nun wissen wir alle und einige hier unter Ihnen, unter uns, haben sich ja mit der Thematik wissenschaftlich auseinandergesetzt, dass dieser Begriff als, wie wir Juristen sagen, unbestimmter Rechtsbegriff eben inhaltlich ganz unterschiedlich gefüllt werden kann und historisch ja auch ganz unterschiedlich gefüllt worden ist und dass der Inhalt eben sehr stark abhängt vom jeweiligen Menschenbild, vom jeweiligen Bild von Kindern in der Gesellschaft und natürlich dann auch von den aktuellen Wertvorstellungen. Michael Köster, der ja auch unter uns ist, hat dann in der historischen Betrachtung oder spricht mal von einer Entwicklung vom elterlichen Herrschaftsrecht zur Herrschaft des Kindeswohlprinzips. Ja, und damit bin ich ja auch schon beim Kindeswohl als Rechtsbegriff, zugleich ja Thema der Habilitation von Michael Köster 1982. Und ich habe hier nur, will nur ganz kurz diejenigen, die jetzt mit den Vorschriften des Familienrechts oder auch des SGB VIII nicht so vertraut sind oder damit umgehen, zeigen, dass der Begriff eben in unterschiedlichen, ja wie soll ich sagen, Schattierungen rechtlich
entwickelt wird oder eingebracht wird, beginnend bei der Interventionsschwelle, den Paragraphen 1666 BGB, davon war ja auch schon die Rede, wo es um die Kindeswohlgefährdung geht, den Paragraphen 8a, auch der ist schon zitiert worden, eingeführt 2005, wo es um das Verfahren der Gefährdungseinschätzung geht und von gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung die Rede ist, dem Paragraphen Hilfe zur Erziehung als einem Hilfetypus im SGB 8, wo davon die Rede ist, als Leistungsvoraussetzung, dass eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Noch nicht genug damit, noch ein paar andere Zitate aus dem Familienrecht, dem Kindschaftsrecht, wenn es um die Aufhebung der gemeinsamen Sorge geht und die Übertragung auf den Antragsteller im Blick ist, dann nur, wenn sie dem Wohl des Kindes am besten entspricht oder Adoption, Annahme als Kind, wenn sie dem Wohl des Kindes dient und den Blick dann über die nationalen Grenzen hinweg auf die UN-Kinderrechtskonvention, heißt sie, glaube ich, offiziell, das Wohl des Kindes eben als vorrangiges Abwägungsgebot, als Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Jetzt kann man sich natürlich erst mal fragen, wieso und warum diese unterschiedlichen Schattierungen. Und da kann ich auch wieder verweisen auf Herrn Köster und letztlich schon auf den Familienrechtler Gernhuber, der ja vor vielen Jahren schon diese beiden Standards unterschieden hat. Einmal eben als positiver Standard, das heißt, wenn es um Normen geht, die eben auf eine bestmögliche Verwirklichung des Kindeswohls zielen, also man könnte sagen Optimierungsgebot, und auf der anderen Seite eben Normen, die das Kindeswohl von der Grenze her ex negativo definieren, also der negative Standard oder, wie man auch sagen könnte, der Mindeststandard. Ja, und diese beiden Zielsetzungen werden eben im Recht nicht zufällig gewählt, sondern je nachdem, um welche Funktion es in der jeweiligen Rechtsnorm geht, also was gewissermaßen in diesem Kontext jeweils geregelt werden soll. Geht es also um die Eingriffslegitimation, dann sprechen wir, in Anführungszeichen Juristen, vom Kindeswohl als negativer Standard oder eben als Mindeststandard. Und auch das wieder ein Zitat eben, der Staat konkurriert eben nicht mit den Eltern um die bestmögliche Förderung, sondern er will in Anführungszeichen nur, Anführungszeichen deshalb, weil ich weiß, dass das durchaus inzwischen von manchen kritisch betrachtet wird, die Fundamentalbedürfnisse jedes Kindes sichern. Der Staat also in seiner Funktion als Schützer des Kindes und wenn Sie so wollen auch von Kinderrechten. Die andere Funktion ist die des Schlichters. Ich glaube, Matthias Jestedt hat diesen Begriff auch mal gewählt, Verfassungsrechtler jetzt in Freiburg, wo die Norm anknüpft an das Kindeswohl als positiver Standard, aber jetzt nicht in der Weise, dass gewissermaßen es um ein Recht auf optimales Kindeswohl geht, sondern dass innerhalb der vorhandenen Möglichkeiten, der alternativen gemeinsame Sorge, Alleinsorge, Elternteil 1 oder Elternteil 2, eben dann die Alternative gewählt werden soll, die eben dem Kindeswohl oder das Optimum an Kindeswohl, ja, wenn Sie so wollen, darstellt. Und schließlich die dritte Funktion, Unterstützungsfunktion, habe ich sie jetzt genannt, wenn es eben um das breite Spektrum von Leistungen, Beratung, Hilfe und so weiter geht, dass da angeknüpft wird an den positiven Standard, aber nicht unbedingt jetzt als Zielsetzung oder gar als Voraussetzung, sondern eben die Differenz gewissermaßen zu dem positiven Standard zum Ausgangspunkt gemacht wird, dass eben deshalb Unterstützung, Beratung, Hilfe letztlich bei der Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung dann auch notwendig ist. Ja, und das kennen Sie auch und ich denke, das hat ja im letzten Jahr auch nochmal für viel mehr Aufregung oder hoffentlich auch Interesse gesorgt, des Engländers Ian McEwan, ein Buch zum Titel Kindeswohl, das nochmal ein Thema beleuchtet, das uns ja in Deutschland hier auch in den letzten Jahren bei uns Diskussion angeregt hat und auch den Gesetzgeber nochmal zu einer Stellungnahme, nämlich den
ja, der Religionsfreiheit und Konflikten gewissermaßen zwischen Religion und weltlichem Recht. Und dort am Beispiel einer aus religiösen Gründen abgelehnten Bluttransfusion. Wir haben ja andere Themen, Beschneidung und so weiter, wo uns dieses Thema auch beschäftigt hat und ich denke auch immer noch beschäftigen sollte. Mehr will ich aber an der Stelle jetzt zu dem speziellen Aspekt nicht ausführen. Kommen wir, also das Kindeswohl macht Karriere, das heißt, oder aus meiner Sicht eben, dass es längst über den rechtlichen Bereich, gesellschaftspolitischen Bereich heute, wir haben es ja vorhin auch schon gesehen, in den Sozialwissenschaften und so weiter, ein Thema ist, aber eben mit unterschiedlichen Konnotationen und unterschiedlichen Funktionen. Daher, wenn es jetzt um mein Thema geht, die staatliche Mitverantwortung für das Wohl des Kindes, dann landen wir natürlich sehr schnell beim sogenannten Dreieck Eltern-Kind-Staat. Ich habe das jetzt erstmal versucht, in ein Dreieck zu fassen, bin dann aber eigentlich relativ schnell zum Ergebnis gekommen, dass das auch missverständlich ist, weil die Verschränkungen und Verknüpfungen eben sehr stark sind und man die Ebenen gar nicht so streng voneinander trennen kann. Wenn ich unten als Basis von Elternverantwortung im Sinne von Recht und Pflicht der Eltern spreche, elterliche Sorge, Umgangsrecht und so weiter, und auf der linken Seite dann das Verhältnis Eltern-Staat habe, dann habe ich hier natürlich eine breite Mischung. Einerseits verfassungsrechtlich das Grundrecht ja erstmal als Freiheits- und Abwehrrecht, als Raum für private Lebensgestaltung. Ich denke auch ein Aspekt, den wir nach wie vor schätzen und wertschätzen sollten, weil ich denke auch Kindeswohl nur in einem privaten, geschützten Raum sich entwickeln kann und nicht in einem kontrollierten Raum. Das aber dann hinzu auch gehört staatliche Mitverantwortung in verschiedenen Formen. Also ich beginne eben bei Information, über Beratung, Hilfe. Das Spektrum, das wir ja auch vorhin bei Frau Walper schon gesehen haben, beginnend bei frühen Hilfen in verschiedenen Konstellationen hin zur Hilfe zur Erziehung, aber natürlich auch das gehört zum Eltern-Staat-Verhältnis in Anführungszeichen, die Intervention. Wer eben das Wohl des Kindes gefährdet, der kann sich nicht mehr auf sein Elternrecht berufen. Und auf der rechten Flanke, wenn man so will, das Verhältnis Kind-Staat, wobei ich jetzt beim Staat die beiden Akteure Gericht und Jugendamt hervorgehoben habe, natürlich sind auch andere Institutionen damit letztlich einzubeziehen. Aber das sind halt die beiden, die sehr stark im Vordergrund stehen. Das Kind, das natürlich wie jeder Mensch Träger von Rechten und Pflichten und auch von Grundrechten ist, das daher Grundrechte hat und sie nicht erst bekommen muss. Und wie das Bundesverfassungsgericht ja, die Frau Britz erst vor wenigen Monaten dann auch noch mal in mehreren Aufsätzen dokumentiert hat, das Grundrecht des Kindes bezieht sich erstmal auf die staatliche Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung. Und damit schließen sich in gewisser Weise die Elternverantwortung als Elternrecht auf der einen Seite und das Grundrecht des Kindes auf staatliche Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung. Aber das Kind hat eben auch und muss es ja auch haben als Träger von Rechten und Pflichten ein Recht auf staatlichen Schutz gegen seine Eltern. Das könnte ich jetzt sagen, berühmte in Anführungszeichen staatliche Wächteramt. Also nochmal jetzt vom Gesamtthema her, der staatlichen Verantwortung oder Mitverantwortung. Das Ziel für die Akteure in der Aufgabenverteilung ist klar, es geht um die Förderung der Entwicklung junger Menschen und den Schutz vor Gefahren, ein Ziel, das ja im SGB VIII auch ganz voransteht. Und wir haben es hier eben mit einer Verantwortungsverteilung zu tun, so wie sie im Konzept des Artikel 6 des Grundgesetzes formuliert, skizziert ist, eben mit der primären Erziehungsverantwortung der Eltern und damit eben auch den Eltern als den Interpreten des Kindeswohls. Nicht der Staat gibt vor, was gut, richtig oder optimal für das Kind ist, sondern die Eltern entscheiden im Rahmen ihrer Verantwortung, aber mit der Grenze eben der Kindeswohlgefährdung. Und damit der Staat als Grenzwächter, der die Grenze darsetzt, wo eben elterliche Entscheidungen nicht vertretbar sind mit dem Kindeswohl. Und das bedeutet im Hinblick eben auf den Kinderschutz nochmal, dass das Kindeswohl insofern oder insoweit als negativer Standard funktioniert oder eben gilt. Diese Aufgabenverteilung
Darüber kann man natürlich auch immer wieder diskutieren, ob diese Ausprägungen so richtig justiert sind, ob sie nachjustiert werden müssten, auf welche Weise. Einiges werde ich dazu auch noch kurz skizzieren. Aber natürlich vor allem im Kontext eben des Kinderschutzes und der Einzelfälle, die natürlich auch dann auf mediales Interesse stoßen. Ich brauche die Namen der Kinder jetzt gar nicht benennen. Schockieren tut es uns alle, das ist gar keine Frage. Die Frage ist nur, wie wird gewissermaßen mit der Berichterstattung umgegangen oder welche Erwartungen werden auch damit geweckt an den Kinderschutz, an die Methodik und eben an die Wege. Und der Eindruck, der sich mir eben auch aufdrängt, ist dieser technologische, dass im Grunde eine Vorstellung verbreitet wird, es ging um etwas, was machbar und beherrschbar ist, also im Sinn von Allmachtsfantasien, und damit es ja nur darum ginge, das richtige Programm zu haben oder zu installieren, und dann müsste es uns ja gelingen, jedes Kind vor Gefahren rechtzeitig zu schützen. So schön das wäre, da sind wir uns sicher alle einig, so sehr muss aber auch klar sein, dass dieser Weg rechtlich, gesellschaftspolitisch, faktisch kein gangbarer, kein akzeptabler Weg ist. Und in diesem Kontext sind ja auch verschiedene Angebote, die als Prävention dann bezeichnet werden, durchaus inhaltlich, wenn man genauer hinguckt, in einer Art Grauzone angelegt. Also ist das, was als Begrüßungspaket, als Willkommensbesuch tituliert wird, wird das wirklich dann so umgesetzt? Oder sind damit auch schon wieder verdeckte Kontrollen verbunden? Also bin ich transparent in meiner Aufgabenwahrnehmung oder nicht? Und das führt dann auch eben zu der Frage, es ist ja überall vom niederschwelligen Zugang die Rede, und auch da hat Herr Köster einiges dazu, zu dem Begriff und zu den Inhalten formuliert. Worum kann es denn oder soll es letztlich gehen? Um einen niederschwelligen Zugang des Staates zur Familie oder umgekehrt, und ich denke, das muss doch eigentlich das Ziel sein, der Familie zum Staat? Also, dass jemand wertgeschätzt wird dafür, dass er Hilfe in Anspruch nimmt und nicht stigmatisiert wird dafür. Denn derjenige, der eben sieht, er braucht Unterstützung und Hilfe, und Erziehung ist ja nun wahrlich, zumal in unserer heutigen Zeit, nicht etwas, was selbstverständlich ist, der sollte eigentlich wertgeschätzt, ich sage, der sollte prämiert werden und nicht stigmatisiert werden. Der müsste auch keine Angst haben, dass ihm jemand das Kind wegnimmt, was ja heute in vielen Jugendämtern die Arbeit schwierig macht, weil sie in der ganzen Kinderschutzdebatte wieder in die Ecke gestellt werden als die Kinderwegnahmebehörden. Natürlich haben sie den Schutzauftrag, aber das ist ja nur ein Teil des gesamten Aufgabenspektrums, das ja vielmehr auf Unterstützung, Begleitung, Entlastung hin angelegt ist. Und ich will das nicht näher ausführen, weiß auch, dass einige da Anwesenden hier anderer Auffassung sind. Das verbindliche Einladungswesen, das hier installiert worden ist, um eben Eltern zu informieren, dass sie auch mit ihrem Kind zu den Gesundheitsuntersuchungen kommen. Ein hehres Ziel, das man natürlich nur unterstützen kann. Nur ob die Annahme, dass jemand, der trotz Erinnerung nicht kommt zu der Untersuchung, ein Anhaltspunkt für eine Kindeswohlgefährdung ist, da haben wir inzwischen mehrere Evaluationen, dass das eben nicht der Fall ist. Das heißt, dieses Verfahren ist unheimlich aufwendig, aber ist kein effektives Verfahren für den Kinderschutz. Und deshalb, denke ich, muss man immer genau im Blick halten. Natürlich gibt es Potenziale der Prävention und viele, die noch längst nicht ausgenutzt sind. Aber die Frage, wo schlägt Prävention in vorverlagerte Kontrolle um oder wo ist sie schlicht kein wirksames Instrument? Davon war auch schon die Rede, die breite Fächerung des Hilfesystems. Also wir dürfen auch frühe Hilfen jetzt nicht gewissermaßen den Begriff so ausweiten, dass ja eigentlich nicht mehr inhaltlich handelbar ist, sondern sehen, es gibt frühe Hilfen, es gibt, wie ich das gerne sage, spätere Hilfen, die damit überhaupt nicht negativ sind, aber eben einsetzen bei einer als sekundäre Prävention oder tertiäre Prävention. Und es gibt eben den staatlichen Schutzauftrag, wobei man auch da natürlich noch, es gibt auch Zwischenformen, die Erörterung der Kindeswohlgefährdung, so dezidiert kann ich aber natürlich jetzt auch nicht eingehen. Das Thema ist auch hier schon behandelt worden, der Begriff der Kindeswohlgefährdung als eben
der sogenannte Mindeststandard, der negative Standard und die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind bei der Anwendung oder Umsetzung, dass es eben nicht um eine rechtliche Subsumption geht, ich habe den Begriff und den wende ich auf den Einzelfall an und dann habe ich das Ergebnis, sondern Frau Walper hat davon darüber ja gesprochen, dass es im breiten Umfang um Erkennen, um Werten, Beurteilen geht und natürlich eben auch um die Frage der Prognose, wie entwickelt sich die Situation weiter. Es geht nicht um den Blick zurück, sondern um den Blick jetzt und um den Blick in die Zukunft. Ja, und damit, das wird Sie jetzt ja natürlich auch nicht mehr überraschen, wenn ich das nochmal so jetzt versuche, kurz dazwischen zusammenzufassen, dass eben die Sorge für Kinder und auch für belastete Kinder, wenn Sie so wollen, von unserer Überschrift her, primär eine Aufgabe der Eltern ist, dass der Staat ein breites Spektrum, und da ist sicher noch einiges verbesserungsfähig und verbesserungswürdig, an Unterstützungsangeboten anbietet zur Verbesserung oder der elterlichen Erziehungsverantwortung und damit natürlich immer im Interesse und zum Wohl des Kindes und natürlich auch um sekundär oder tertiär präventiv eine oder eine neue Kindeswohlgefährdung zu vermeiden. Und auf der Interventionsebene der Schutzauftrag des Staates im Hinblick auf eine weitere Gefährdung. Ja, wir reden, ich greife jetzt ein Zitat aus dem aktuellen 14. Kinder- und Jugendbericht auf, von neuen Mischungsverhältnissen zwischen privater und öffentlicher Verantwortung. Was ist damit gemeint? Und der Begriff ist ja auch sehr unspezifisch. Ich habe nur versucht, mal zwei Alternativen hier gegenüberzustellen. Also soll das darum gehen, dass Eltern Möglichkeiten haben der Entlastung, dass sie Hilfen, Unterstützung da und dort in Anspruch nehmen können, oder ist mit neuen Mischungsverhältnissen gemeint, dass der Staat sich mehr ausbreiten soll im Hinblick auf Kontrolle, auf Überwachung im Interesse des Kindes oder des Kindeswohls. Und die Frage ist dabei natürlich auch, welche Funktion oder welche Bedeutung hat die Debatte über Kinderrechte, die ja geführt wird und die, sage ich gleich mal vorweg, ja sehr unschuldig und positiv daherkommt, denn wer kann denn wirklich was gegen Kinderrechte haben? Und damit, wenn ich nochmal die Begriffe negativer und positiver Standard verwende, sind wir natürlich mitten in dieser Diskussion, ist die Annahme, ich zitiere hier erstmal das Bundesverfassungsgericht aus einer Grundsatzentscheidung, die aber bis heute eben immer wieder Standard ist, stimmt die Annahme noch, werden die Interessen des Kindes in aller Regel am besten von den Eltern wahrgenommen? In aller Regel heißt er nun auch nicht ausnahmslos. Also, wie es die Kollegin Wappler sagt, ist damit ein Vertrauensvorschuss für die Eltern verbunden? Oder stimmt das heute nicht mehr, wie es auch in der Dissertation dann gewissermaßen als Grundlage gewissermaßen formuliert wird, versagen moderne Familien als Sozialisationsinstanz zunehmend? Ja, und je nachdem, ob man nun der, wie soll ich sagen, tradierten Rechtsprechung folgt und wie man die Realität beurteilt, ob man aus steigenden Inobhutnahmen und aus steigenden Sorgerechtsentzügen daraus schließt, dass moderne Familien mehr versagen, oder ob man eher, wie soll ich sagen, mehr Vorsicht, mehr Absicherung, eine größere Sensibilität darin vermutet, wird man natürlich zu unterschiedlichen Folgen kommen. Nämlich auch zu der Frage, haben Kinder, sollen Kinder und Jugendliche ein Recht auf bestmögliche Förderung haben? Ja, natürlich werden wir alle sagen, selbstverständlich sollten sie das haben. Aber nur, was heißt das denn? Wer bestimmt denn, was bestmöglich ist? Die Frage gilt es dann ja zu beantworten. Und ich meine, da werden wahrscheinlich unterschiedliche Disziplinen schon zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und was heute bestmöglich ist, kann in einem halben Jahr wieder anders sein. Und ich sage mal umgekehrt, wenn Eltern unter der Verantwortung stehen, sie müssen bestmöglich sorgen, werden sie dann freiwillig eigentlich noch interessiert daran, überhaupt eine Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn sie immer unter dem Maßstab, förderst du dein Kind bestmöglich oder nicht, angesehen und beurteilt werden. Ja, und daraus ist eben dann zu folgen, was heißt das für die staatliche Verantwortung? Heißt das, wenn wir sagen, es geht nicht nur darum, bessere Chancen einzuräumen, Chancengleichheit, gewissermaßen für alle Kinder dafür zu sorgen, entweder, dass sie optimale Eltern haben oder dass sie optimale Aufwuchsbedingungen haben.
Das heißt, die Verantwortung des Staates würde sich dann natürlich extrem erweitern. Nicht mehr nur negativ oder positiv im Hinblick auf Beratung, Unterstützung, sondern der Staat gewissermaßen bestimmt die Ziele und die Wege und die Prozesse hin zu einer optimalen Erziehung. Und damit eine Vorverlagerung eben staatlicher Intervention. Ja, und welche Rolle spielt in diesem Kontext, der kein neuer ist, die Thematik Kinderrechte? Dass darüber kontrovers diskutiert wird, wissen Sie, ich habe nur noch mal zwei Beratungen oder wie auch immer hier kurz aufgenommen. Einmal, vor jetzt schon fast vor 2 Jahren, die Sachverständigenanhörung im Rechtsausschuss des Bundestages und habe hier direkt zitiert aus der Website des Bundestages, überwiegend Skepsis gegenüber einer besonderen Verankerung von Kinderrechten. Nur der von mir ja eingangs schon zitierte Kollege Jörg Maywald hat sich entschieden dafür ausgesprochen. Alle anderen, egal von welchen Parteien, Opposition oder Regierung, haben sich kritisch bis negativ im Hinblick auf die Risiken und Nebenwirkungen ausgesprochen. Jetzt ganz aktuell Familiengerichtstag, da habe ich nur gesehen, in einem Arbeitskreis von vielen zum Thema Kinderschutz hat sich die weit überwiegende Mehrzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Aufnahme ausgesprochen. Nun will ich natürlich auch mit meiner Meinung nicht hinterm Berg halten. Denn für mich geht es um die entscheidende Frage, ich denke für Sie wahrscheinlich auch, geht es darum, dass Kinder mehr Rechte haben oder bekommen? Oder geht es bei dem Begriff letztlich im Ergebnis darum, dass der Staat mehr Rechte haben soll oder bekommt? Das Erste ist juristisch eine Plattitüde, dass Kinder ab der Geburt rechtsfähig sind, dass aber eben für eine bestimmte Zeit, und auch da kann man über Teilmündigkeiten und so weiter immer reden, wir haben ja auch einige Ansätze an der Stelle, dass aber jedenfalls dem Grunde nach die Kinderrechte von anderen Personen wahrgenommen werden müssen, nach unserer Verfassung von den Eltern. Und ob sie diese Rechte dann wahrnehmen, darüber entscheiden Eltern selber, ob sie für ihr Kind eine frühkindliche Erziehung wählen, ob sie eine Kindertagesstätte wählen, ist ihre Entscheidung. Die Frage ist in dem Augenblick, wo also gefordert wird, wir brauchen mehr Kinderrechte, was ist die Intention, die dahinter steckt? Ist damit auch ein neuer Prüfungsmaßstab verbunden, in der Weise, dass Eltern, die dann nicht von diesen Rechten Gebrauch machen, sich rechtfertigen müssen, warum machen sie nicht von etwas Gebrauch, was ja Recht des Kindes ist? Und am Ende eben heißt es dann, dass der Staat darüber wacht, ob die Eltern ihre Kinder optimal erziehen. Im Ergebnis wäre das dann, wenn wir an die Grundrechte und ihre Funktion denken, ja nicht, dass Kinder mehr selbst bestimmen auf die Art und Weise, sondern dass an die Stelle der, wenn Sie so wollen, der Fremdbestimmung der Eltern im Rahmen ihrer Erziehungsverantwortung die Fremdbestimmung durch den Staat tritt. Und ich bin ja jemand, der die Jugendämter verteidigt und die Tätigkeit, weil ich weiß, wie anspruchsvoll die Arbeit ist. Aber wenn ich mir vorstellen soll, was das bedeutet, dass dann staatliche Agenten hier solche Entscheidungen übernehmen sollten, da bin ich ziemlich fassungslos. Ja, mehr individuelle Rechte oder mehr strukturelle staatliche Verantwortung. Das Erste war jetzt der Versuch, kurz einige Aspekte zu individuellen Rechten nochmal, Entwicklungen oder Risiken und Nebenwirkungen darzustellen. Ja, geht gleich. Ich denke, wir müssen den Blick viel mehr werfen auf das, was ich hier strukturelle staatliche Verantwortung nenne, aus der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik und den Daten. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass eben steigende Fallzahlen verweisen auf sich verschlechternde sozioökonomische Lebenslagen für Familien, brüchiger werdende Familienkonstellationen. Hier sehen Sie auch aus dem Monitor Hilfen zur Erziehung auch nochmal, wie überrepräsentiert Alleinerziehende sind, Personen mit Transferleistungen und so weiter und so fort. Das heißt, unser Thema belastete Kinder ist eben in aller Regel ein Verweis auch auf belastete Eltern, nicht immer natürlich. Daher ist für mich die erste Herausforderung, was kann der Staat tun, um die Eltern zu befähigen, gute oder wenn Sie so wollen, auch bessere Eltern zu sein oder zu werden. Und damit komme ich auf diese strukturellen Themen, die nun jetzt nichts Originelles sind, aber ganz zentrale Voraussetzungen für auch in der kinder- und familienfreundlichen Gesellschaft. Das Thema Grundsicherung, reicht die aus für die Kinder? Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie, nicht
wirtschaftsfreundliche Öffnungszeiten in den Kindertagesstätten, sondern familienfreundliche Arbeitszeiten in der Industrie. Das muss doch die richtige Antwort sein. Herausforderung der digitalen Welt. Die Eltern haben die Erziehungsverantwortung. Auf viele Faktoren haben sie überhaupt keinen Einfluss mehr. Was kann der Staat und die Nation, der nationale Staat ist hier natürlich sehr beschränkt, tun, damit das, was heute über Handys und so weiter an Informationen an Kinder herankommt, an Gefährdungen, wie das begrenzt werden kann. Naja, und Wohnen als Menschenrecht, wenn wir sehen, wie schwierig es werden kann, wie teuer Mietwohnungen heute werden, dann denke ich, muss der Staat hier auch mehr strukturelle Mitverantwortung übernehmen. Die Jugendhilfe selber, und jetzt münde ich wieder in unser Thema ein, hat natürlich auch Hausaufgaben, ganz klar. Das Thema Qualität, Verbesserung bei der Kindertagesbetreuung haben wir hoffentlich quantitativ ein ausreichendes Angebot, qualitativ bei Weitem nicht oder noch nicht. Wie können wir das bei den Hilfen zur Erziehung? Stichwort ist mehrfach angesprochen worden, sicherlich nicht einfach, wenn es darum geht, die Debatte um Wirksamkeit weiterzuführen. Personalausstattung in den Jugendämtern, ein ganz zentraler Aspekt, wenn es eben um Beratung und Hilfe geht, wo, Zitat wieder aus dem 14. Kinder- und Jugendbericht, das Personal der zentrale Schlüssel ist. Und was nützen Rechte, wenn niemand davon weiß, dass er sie hat, wenn er eine Unterstützung braucht? Ich denke, das Thema Schlichtungs- und Beratungsstellen müssen wir auch noch stärker in den Blick nehmen, damit von den Rechten auch wirklich Gebrauch gemacht werden kann. So, jetzt aber endlich danke für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Wiesner. Ich darf herzlich begrüßen Frau Professor Rita Süßmuth, die ich schon gesehen habe, und Frau Dr. Peschel-Gutzeit. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Nach der Aufgabe des Staates und dem Dreieck zwischen Staat, Familie oder zwischen Staat, Eltern und Kindern kommen wir jetzt zu einem Thema, was in meiner Einleitung durchaus auffällig häufig angesprochen wurde, nämlich das Thema Forschung. Also wie ist die Forschungslage? Und ich darf jetzt als weiteren Impuls bei uns begrüßen Professor Fegert mit dem Thema Forschungsdefizite beheben. Was ist zu tun? Ja, sehr geehrter Herr Weinberg, herzlichen Dank für die freundliche Einladung, sehr geehrte Damen und Herren. Der Nebel aus dem Saarland hatte uns ja 10 Minuten Bonus beschert, trotzdem sind wir jetzt fast schon 5 Minuten zurück. Ich kann Ihnen nicht versprechen, die Zeit einzuholen, sondern fordere gleiches Recht für alle. In den medizinischen Fachgesellschaften haben wir uns in den letzten Jahren zur Regel gemacht, Interessenkonflikte offen zu legen. Die eine erste Frage hat ja quasi auf Abhängigkeiten hingewiesen. Kinderschutzindustrie, Habermas hat das in Erkenntnis und in Interesse dargelegt, dass Forschung natürlich auch immer davon abhängt, wer finanziert das, wer interessiert sich dafür. Deshalb zählen wir auf, quasi wo unsere Interessen liegen. Aber Herr Struck hat auch schon angesprochen, können andere Professionen überhaupt über die andere reden? Natürlich ist auch die Angehörigkeit zu einer Profession ein potenzieller Interessenskonflikt. Parteizugehörigkeit kann einer sein, ich habe keine Parteizugehörigkeit und bin wenigstens multiple abhängig, indem ich sowohl von Adenauer wie Böll und Ebert Stiftung schon Einladungen hatte zu den möglichen Interessenskonflikten. Aber der zentrale Interessenskonflikt ist, in meiner Klinik haben wir ungefähr im Jahr 5 Millionen Euro Forschung, die Hälfte kommt aus öffentlichen Mitteln, also werde ich natürlich Ihnen erzählen, dass Forschung ganz wichtig ist. Nur Forschung ist an sich neugierig und ist zu jedem Thema wichtig. Und ich habe Ihre Fragestellung jetzt so verstanden, zu sagen, wo würden Sie in der Zukunft Akzente setzen? Weil natürlich ist jede Forschung zu diesen Themen, die heute breit diskutiert wurden, wichtig. Für mich wäre die ganz zentrale Akzentsetzung bei den Risiken und Nebenwirkungen, aber auch positiven Wirkungen der Hilfen für die Hochrisikogruppen, die wir erkannt haben. Weil wir haben die letzten Jahre, eigentlich seit der Jahrtausendwende, sehr viel über den Kinderschutz und die Kindeswohlgefährdung diskutiert. Wir haben sehr viel dafür getan, zu sensibilisieren. Kinder werden häufiger in Obhut genommen und so weiter und so weiter. Also hat der Staat doch dann für die Hilfen, wo die Kinder aus den Familien weg sind, eine Verantwortung, wirklich auch im positiven Sinn Kindeswohl zu bewirken. Und das müssen wir, glaube ich, empirisch begleiten und stärker beforschen.
Zur Evaluation des Kinderschutzgesetzes haben wir gerade in der Zeitschrift Forum der Kinder- und Jugendpsychiatrie unsere Position dargelegt. Ich habe Ihnen immer diese Belege reingetan. Ich werde das nicht alles erzählen, sodass Sie, wenn Sie die Präsentation im Internet nochmal angucken können, das auch nachgucken können, dass das nicht alles nur so aus der hohlen Hand gesagt ist. Herr Köster ist schon erwähnt worden. Man kommt bei dem Thema an ihm nicht vorbei. Mir geht es also, wenn man Zielgrößen definiert, was bewirkt Hilfe, dann um die Positivdefinition. Es kann nicht die Frage sein, wann ist ein Heim gerade noch gut genug, sondern wenn man Kinder aus der Familie wegnimmt, damit es ihnen besser geht, dann geht es wirklich um diese Positivkomponente, die Herr Wiesner auch schon angesprochen hat. Und Herr Weinberg, verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte nicht als Zeuge dastehen, dass alles zum Besten ist in der besten aller möglichen Welten. Ich habe nur gesagt, wir tun schon sehr, sehr viel in diesem System. Da ist schon sehr viel auch da. Das heißt nicht, dass es nicht verbesserungsfähig ist. Und wenn wir mal den KIK-Survey, den Kindergesundheitssurvey nehmen und Daten aus dem EU-Grünbuch Seelische Gesundheit, dann wird deutlich, dass wir, wenn Kinder keine Verhaltensprobleme haben, kosten diese Kinder die Gesellschaft, bis sie groß sind, unter 40.000 Euro. Wenn die unter 20.000 Euro. Wenn sie leichte Verhaltensauffälligkeiten haben, 20% der Kinder in Deutschland sind das, dann sind es schon über 40.000. Und die mit diagnostizierbaren psychischen Störungen kosten à la longue über 120.000 Euro. Und die Hauptkosten sind die wenigen Kinder, das sind einzelne Fälle, die delinquent werden und sind die Delinquenzfolgekosten. Das heißt, präventive Ansätze, früh etwas zu tun, ist natürlich zentral. Aber wir müssen natürlich auch einen Fokus auf die Hilfe tun, die diesen Kindern gegeben werden. Hier ein Überblick, was wir in diesem Bereich investieren. Ich habe das gerade in Kanada verglichen. Dort gibt man eigentlich per capita, pro Kopf, eigentlich noch mehr aus für diese Hilfen. Also wir tun viel, aber das ist auch ein Bereich, der viel zu tun rechtfertigt. Wir haben in der deutschen Traumafolgekostenstudie mal geschaut, was diese frühkindlichen Traumata und Belastungen, die diese Kinder bei den Schutzmaßnahmen gemacht werden, zur Wiederherstellung des Kindeswohls, die Gesellschaft über die Jahre hinweg, gerade auch im Gesundheitsbereich, kosten. Und das war im Datensatz der Barmer Ersatzkasse. Und da kommen wir bei einer mittleren Schätzung auf jährliche Folgekosten für die Gesellschaft von 11 Milliarden Euro. Also es geht um riesige Dimensionen, die es einfach rechtfertigen, eigentlich Forschung und Investitionen in allen Bereichen zu machen. Und gerade deshalb, und da kommt jetzt dann der inhaltliche Konflikt mit Norbert Struck, ich werde ihn nachher jetzt noch ein paar Mal als Kronzeugen, er kennt das schon, herannehmen. Hier ist ein Beispiel aus der Entwicklungshilfe, was sehr gut zeigt, wie man mit sehr viel Geld nichts bewirken kann. Und das Buch war übertitelt mit More Than Good Intentions. Und ich denke, das brauchen wir auch in diesem Bereich. Gut gemeint ist nicht immer gleich gut gemacht. Wir müssen Interventionen ansehen und wir müssen uns Verläufe ansehen. Und ich möchte Sie jetzt überzeugen, dass wir dafür sowohl Konzepte wie auch methodische Zugänge haben, weil man muss es ja dann auch in Projekte umsetzen. Zur Forschung braucht man aber auch immer auch Theorie und Konzepte und deshalb komme ich zuerst zur untersuchenden Problematik und zu den Konzepten. Was Sie gehört haben von Herrn Büttner am Anfang ist, dass wir uns häufig bei Hilfen eigentlich durch Scheitern zur nächsten Hilfe heranhangeln. Wir haben in der Ulmer Heimkinderstudie bei diesen Kindern in ihrem kurzen Leben, Durchschnittsalter war 13 Jahre, bis zu 10, 15 Betreuungswechseln gefunden. Das ist keine Ausnahme, sondern das ist ein Regelzustand. Und da mehrt das System das Leid, quasi, was in der Familie begonnen hat. Also wir müssen schauen, dass Fremdplatzierung auch ein Risiko für das Kindeswohl sein kann. Die letzten Jahre habe ich mich stark am runden Tisch sexueller Kindesmissbrauch eingesetzt und dann auch in der Arbeit mit dem UBSKM. Und wir haben natürlich auch Evidenz, dass Institutionen Kindern schaden können, dass in Pflegefamilien Kinder misshandelt, missbraucht werden. Also wir müssen den Blick quasi darauf lenken, was passiert in Hilfen. Und wir müssen mehr wissen, wie sich die Verläufe gestalten. Wenn ich konzeptuell schaue, was sind Zielgrößen, dann ist das eine, wie kann ich jetzt positive Zielgrößen bei Kindeswohl definieren? Da können wir Anleihen aus der UN-Kinderrechtskonvention nehmen. Da komme ich gleich dazu. Was ich auch ein ganz wichtiges Konzept ist, ist das der Förderung von Teilhabe, weil das eigentlich umfassend für alle Kinder mit und ohne Behinderung gilt.
Das ist immer wichtig in Übergangsphasen. Wenn ich es nicht schaffe, in Arbeit zu kommen, dann bin ich aus einem Teil der Gesellschaft heraus. Wenn ich es nicht schaffe, in eine weiterführende Schule zu kommen. Also diese Entwicklungsschritte in Übergangsphasen sind hier ganz zentral. Und es geht natürlich um Prävention und auch sekundäre Prävention bei denen, die schon Leid erlitten haben, dass das nicht in ihrem Leben so weitergeht. Das heißt nicht, dass ich ganz frühe Interventionen, dass man zuerst mal Eltern berät und so weiter, nicht wichtig finde, sondern wie gesagt, ich setze hier einen Fokus, wo ich denke, die letzten Jahre haben wir jetzt sehr auf frühe Hilfen und diese Frühinterventionen geachtet. Jetzt geht es mir um dieses Repertoire, was wir für die schwierigsten Kinder haben, die schon sehr viel Leid erfahren haben. Diese Prinzipien, die dann zu dieser positiven Kindeswohldefinition gehören, die sind eigentlich weltweit anerkannt und Sie finden die auch in verschiedenen Artikeln der UN-Kinderrechtskonvention. Das kann man operationalisieren und auch dann erforschen, ob bestimmte altersentsprechende Bedürfnisse erfüllt werden. Eine wichtige andere Konvention ist die Konvention zu den Rechten behinderter Menschen. Und hier gibt es in Deutschland eine riesige Debatte und eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Experiment, nämlich mit der Inklusion. Die Länder machen unterschiedliche Schulgesetze und ganz unterschiedliche Umsetzungen von Inklusion. Und wir setzen dem zahlreiche Kinder aus, ohne dass wir es eigentlich forscherisch begleiten. Und das sind zum Teil hochbelastete Kinder, weil es Kinder mit Behinderungen sind. Also die neue Gliederung der Eingliederungshilfe im Kinder- und Jugendbereich ist sicher eine theoretische Rahmung, die uns viel zu tun gibt in der Forschung für die Zukunft. Nur ein Schlagwort dazu. Es kann nicht um Equality gehen. Derzeit gehört Rumänien zu einem der Länder, was Spitzenreiter ist in den Bertelsmann-Listen für Umsetzung von Inklusion. Ja, wenn ich allen Kindern nichts anbiete, behandle ich alle gleich. Ja? Also es geht nicht um Equality, sondern der Grundsatz ist Equity. Jedes Kind braucht die Unterstützung, die es braucht, um Teilhabe im Leben verwirklichen zu können. Die Adenauer Stiftung hat dazu gerade eine Broschüre herausgegeben, die sehr am individuellen Bedürfnis des Kindes und am Kindeswohl quasi Inklusionsentscheidungen festmacht. Aber hier brauchen wir dringend Forschung. Also meine These ist, besonders belastete Kinder wie behinderte Kinder oder die Kinder, die Traumata erlebt haben, Kinder, die in Heimen platziert sind, das sind die, eigentlich diese Gruppen, die müssen wir stärker im Blick nehmen und hier müssen wir Verläufe von Hilfen uns anschauen. Also Heimkinder, Pflegekinder, Kinder in Obhutnahme, Kinder psychisch kranker Eltern, Kinder mit Teilhabebeeinträchtigungen und begleitete und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Das ist auch eine ganz zentrale Thematik. Und ich fokussiere jetzt wirklich auf diese Gruppen, weil hier sind die teuren Hilfen, hier haben wir lange mit diesen Kindern zu tun und hier haben wir eigentlich eine Blackbox. Obwohl es sehr viel Wissen über die Risiken gibt, ich nenne den 13. Kinder- und Jugendbericht, hier haben eine Expertise zu Heimkindern geschrieben, wir wissen viel über kinderpsychisch kranker Eltern, aber wir erreichen sie bei den frühen Hilfen nicht. Wir wissen viel über die Risiken in Obhutnahme, aber Herr Büttner hat es beschrieben, wie es läuft und für den Hilfebedarf bei den Flüchtlingskindern wissen wir eigentlich auch viel. Also über die Risiken wissen wir, aber wie wir es vom Verlauf her gut machen, qualitativ, wissen wir zu wenig. Jetzt kommt, wie wenn ich ihn bezahlt hätte, Probleme in der Forschung, Skepsis gegenüber quantitativen Methoden. Jeder Fall ist einzigartig. Sie haben das gehört, was Herr Struck vorhin gesagt hat. Mit diesem, mit Verlauf 70er-Jahre-Argument, kann man eigentlich jede Evaluation generell ablehnen. Ich glaube, wir sind in vielen Tatsachendisziplinen, Gott sei Dank, heute weiter. Kombinieren qualitative Methoden mit quantitativen. Aber ich denke, das sind so große Fallzahlen, dass sich Dinge evaluieren lassen. Und wir brauchen das dringend zum Wohl der Kinder. Weil das Nicht-Hinschauen bedeutet auch eine Gefährdung dieser Kinder. Wir haben keine hinreichenden Interventionsstudien. Wir haben immer, wenn wir mit diesen Debatten in die Einrichtungen gehen, teilweise eine Angst vor Benchmarking und alleiniger Kostendebatte, also dass nur geschaut wird, geforscht wird, um das Ganze billiger zu machen. In Kanada ist es nach Forschung teurer geworden, weil man die Defizite gesehen hat. Wir haben eine mangelnde Kreativität in der Kombination von Methoden. Wir haben ein mangelndes Monitoring. Frau Walper hat es schon angesprochen, dass wir das auch regelmäßig brauchen. Und wir haben keine Identifikation mit der Aufgabe der Qualitätssicherung, die auch aus den Einrichtungen heraus selbst kommen müsste. Ich hatte die letzten Jahre das Glück, die letzten 10 Jahre eigentlich in der Schweiz nach unseren Ulmer Heimkinderstudien, dem Heimkinderbereich mit den Kollegen zusammen,
beforschen zu dürfen und dann mit Organisationen aus dem pädagogischen Bereich auch Qualitätssicherungsinstrumente zu erarbeiten, die von denen betrieben werden. Das ist ein 10-jähriges Investment der Schweizer Bundesregierung. Zuerst mit einer Untersuchung von Kindern in Heimen, dann mit einer Verlaufsuntersuchung nach 2 Jahren, welche Ziele erreicht wurden. Und jetzt bekommen wir gerade die Katamnese bewilligt, auch wieder im kompetitiven Verfahren mit einer Antragstellung, wo man nach 10 Jahren schaut, was ist aus denen im Erwachsenenalter geworden. Gleichzeitig haben wir schon überall die Delinquenzverlaufsdaten. Wir wissen, wer hat einen sehr, sehr schwierigen Verlauf genommen. Ich glaube, wir können uns in Deutschland solche Studien auch leisten und wir brauchen die. Ja? Nebenbei hat der Bund in der Schweiz erkannt, wie viele dieser Kinder in den Heimen traumatisiert waren und hat ein Programm für Traumapädagogik für die Erzieher aufgesetzt. Und seither gehen die Kündigungsraten in den Heimen etwas zurück, als wenn man ihnen mehr Unterstützung gibt in dieser schwierigen Arbeit. Das geht nur interdisziplinär. Das sind so multipel belastete Kinder, psychisch, gesundheitlich und in der Entwicklung und Erziehung. Das muss man zusammen machen. In Quebec hat man einen ganz anderen, interessanten Ansatz genommen. Hier hat man eigentlich mehreren Universitäten wie Graduiertenkollegs gegeben. Also einfach Geld, dass sie Doktoranden ausbilden. Und diese Doktoranden konnten in das Kolleg hineinkommen, wenn sie einen Praxispartner haben, der beforscht werden möchte. Und so hat man angefangen, Standards aus den Einrichtungen heraus selbst zu entwickeln. Das heißt, die Daten der Qualitätssicherung gehören den Betreibern. Aber ausgewertet werden sie von Profis und publiziert wird es nachher oft auch in der Zusammenfassung. Und so ist ein flächendeckendes System entstanden mit einer mittlerweile einheitlichen Dokumentation, sodass sie auch Lebensverläufe dieser Kinder abbilden können. Ja, finde ich ein ganz fantastisches Beispiel, wo es nicht top-down geht, sondern es aus der Praxis, mit der Praxis entwickelt wurde. Oder das National Trauma Network in den USA, was eine zentrale Forderung auch unserer amerikanischen Fachgesellschaft umsetzt, dass jedes Kind eine Dokumentation seiner Geschichte haben muss. Wir machen das in jeder Einrichtung, in jedem Jugendamt anders. Wir haben ich habe leider nur eine ganz schlechte Kopie, ich zeige es Ihnen auch nur mal grafisch, haben ein so ein Schema, wo Sie belastende Lebensereignisse eintragen über die Zeit hinweg. Und wenn Sie jetzt die 2 Eintragungen vergleichen, das eine ist ein Mädchen, was zu einem Zeitpunkt vergewaltigt wurde, dann Hilfen bekommen hat und es ging dann auch sehr gut weiter, dann ist, obwohl die auch unter sexueller Missbrauch laufen würde, wie das andere Kind, ist die Fallbelastung eine völlig andere, wenn ich von frühester Kindheit multiple Belastungen habe. Das haben wir nicht im Blick. Und wenn Sie Pflegekinder angucken, denen ist oft nicht möglich, ihre eigene Biografie zu rekonstruieren. Und Sie finden oft auch in den Jugendamtsakten die Angaben nicht. Also wir brauchen Daten und Fakten, gerade weil, Norbert Struck, die Fälle individuell sind und die Kinder ein Recht auf ihre Individualität haben. Deshalb müssen wir das dokumentieren. Also, wie schließt man die Forschungslücken? Outcome-Forschung ist, finde ich, eine staatliche Aufgabe. Wir brauchen regelmäßige Effekte-Studie. Es gab mal die große Yes-Studie, Jugendhilfe-Effekte-Studie mit zu kleinen Fallzahlen, aber das ist viele Jahre her und seither ist nichts in der Art verlaufen. Wir brauchen Verlaufsforschung und da brauchen wir eigentlich vergleichbare Studien, wie wir sie bei Familienkinder haben. Sabine Walper hat am DJI wunderbare Panels, wo wir über normale Familienkinder viel wissen. Wir müssten eigentlich Vergleichsdaten zu Heimkindern dann haben. In den ganzen großen Studien sind die Heimkinder nicht drin. Die haben aber eine Kumulation von Risiken. Ja? Und wir müssen eine Balance finden zwischen dem, was macht der Staat von oben und was macht die Praxis von unten und wie empowern wir die Praxis, selbst auch ein eigenes Forschungsverständnis zu bekommen, weil sonst ist die Zusammenarbeit schwierig. Das geht nur mit der Praxis. Das heißt, wir müssen eine Haltungsveränderung bewirken, wie zum Beispiel durch solche Graduiertenkollegs. Was gibt es für eine Institution Tolleres, wenn ein junger Mensch, der seine Doktorarbeit schreiben will, für 2 Jahre oder 3 Jahre in eine Einrichtung geht und sagt, ihr stellt die Frage und ich versuche sie euch seriös zu bearbeiten. Das verändert aber auch die Arbeit in der Einrichtung. Das haben mir die Kanadier jetzt nochmal sehr eindrücklich gezeigt. Das heißt, wir brauchen diese Einstellungsveränderung durch ein anderes Forschungsklima. Da müssen Bundesministerien natürlich fördern und nicht nur im Rahmen der Ressortförderung, sondern auch das BMBF. Wir brauchen Förderinstitutionen und Stiftungen. Wir brauchen mehr Akzente bei praxisbezogenen, anwendungsbezogenen Forschung, nicht nur Theorie und Rahmung. Wir brauchen partizipative Forschung, also wo die Jugendlichen selbst mitwirken.
weil die sind die als Betroffene eigentlich die Experten für ihre Situation. Das musste ich auch in der Begleitforschung für Frau Dr. Bergmann eigentlich nochmal wirklich, fiel es mir wie Schuppen vor Augen, als wir das konzipiert haben. Ohne den Beitrag der Betroffenen, die sich uns anvertraut hatten und die ihr Wissen über die Institution preisgegeben haben, hätten wir am runden Tisch die Institution eigentlich kaum festnageln können. Bis heute ist in Deutschland eine Untersuchung wirklich dessen, was in den Einrichtungen passiert ist, in den Einrichtungen selbst, in Akten oder so, weitgehend unterblieben. Das heißt, die notwendigen Voraussetzungen, da kann ich mich an das Forschungshearing des unabhängigen Beauftragten anschließen, das wird ja auch noch veröffentlicht, sind, dass ein Nutzen für die Kinder da ist und für die Praxis, dann akzeptiert die Praxis auch Forschung. Wir brauchen eine sensible Berücksichtigung ethischer Standards, denn es geht hier wirklich um das Kindeswohl, um höchste ethische Prinzipien. Und es braucht eine wichtige Ergebniskommunikation, dass Forschung nicht im Elfenbeinturm stattfindet, sondern die Praxis wirklich konkret was davon hat. Wir brauchen eine grundsätzliche Bestandsaufnahme, die brauchen wir vielleicht alle 10 Jahre, wie die Jugendhilfe-Effekte-Studie. Sowas ist eine staatliche Aufgabe und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich als Parlamentarier dafür einsetzen würden. Was man, glaube ich, kapieren muss, ist, dass alles, was wir über Häufigkeiten von Belastungen wissen, immer aus Familienkindern stammt. Die Pfeiffer-Studie zum sexuellen Missbrauch hat zum Beispiel geguckt, wie häufig wird geschlagen, wie häufig ist das Risiko sexueller Missbrauch. Ich habe dann mal nachgeguckt und es wurde dann im Endbericht auch aufgenommen. Die Unterschätzung von Heimkindern ist 1 zu 1000. In der ganzen Pfeiffer-Studie, 12.000 Kinder, sind nur 4 Heimkinder erreicht worden. Und so geht es uns in fast jeder Studie, weil methodisch macht man einen Familienzugang und befragt Kinder in Familien. Ja? Das heißt, wir wissen über die hochbelasteten Kinder einfach zu wenig. Und deshalb denke ich, ist das ein Feld, wo wir jetzt neue Forschung brauchen. Das Zweite, da bin ich ganz bei Sabine Walper und im Konflikt mit Norbert Struck. Ich denke, wir können schon bestimmte Methoden auch überprüfen, auch in der Jugendhilfe. Und es ist so, dass wir nicht immer neue Modelle brauchen. Wir sind in Deutschland Weltmeister der Vielfalt und der Modellideen. Jedes Bundesland, jede Kommune, jeder hat irgendwas Neues. Es wird wenig evaluiert und was uns gar nicht gelingt, ist sogenanntes Scaling Up. Also bewährte Verfahren dann abzusichern und in die Breite zu bringen. Und da ist weniger, manchmal mehr. Wir haben das ja sehr stark in der Arbeitsgruppe Familie, da auch im Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin gesagt. Und es war ein langer Streit über das Scaling-up, weil jeder Kommunalpolitiker, Regionalpolitiker ist froh, dass seine Beratungsstelle ein eigenes Faltblatt hat, dass man lokal wieder was Neues entwickelt hat. Das sind einfach viel mehr Good News, als wenn man quasi generell was Bewährtes anwendet. Aber diese Kinder verdienen es, dass sie qualitätsgesicherte, bewährte Interventionen bekommen. Und deshalb, denke ich, braucht man auch in diesem Bereich Interventionsforschung. So, das war ein paar Fortschritte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Fegert, für diesen aber wichtigen Ritt. Ich blicke ein wenig auf die Uhr. Die Kollegin Christina Schwarzer wird gleich schon die offene Fragerunde übernehmen. Wir hatten ja noch vorgesehen, auch noch mal kurze Nachfragen. Und das Schöne ist, wenn man eine Veranstaltung moderieren darf, ist man der Erste, der eine Frage stellen kann. Und ich will deswegen gerne 2 Fragen stellen und wird dann der Kollegin Schwarzer übergeben für die Gesamtdiskussion. Die erste Frage noch mal zum Thema Kinderrecht ins Grundgesetz. Wäre viel zu diskutieren. Ich habe nur eine Frage, weil ich auch verärgert bin, aus Hamburg kommt, als wir den Fall Jarmo hatten, gab es ein Zitat, das hieß so ungefähr, der Fall Jarmo würde ja beweisen, wie wichtig es wäre, dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Wenn das auch noch Leute sagen, die gerade 10% in der Kinder- und Jugendhilfe eingespart haben, ist das sozusagen politisch äußerst ambitioniert. Es gibt Bundesländer, die haben die Kinderrechte in ihren jeweiligen Landesverfassungen. Können Sie signifikant darstellen, wo es Unterschiede gibt, rechtlicher Art, wie in der Frage der Ausprägung der Kinder- und Jugendhilfe, zwischen verschiedenen Bundesländern, die es in der Landesverfassung stehen haben, ja oder nein? Und die zweite Frage an Professor Fegert, Forschungsschwerpunkte, da haben wir gerne aufgenommen, daran arbeiten wir ja auch. Ich habe ja bereits berichtet, dass wir das erste Forschungsvorhaben auch schon auf den Weg gebracht haben. Wir werden, und das Thema muss auch in dieser Runde angesprochen werden, deutlich wahrscheinlich über 30.000 junge, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland in diesem Jahr aufnehmen. Und die Problematik Kriegstraumata wird neu auf uns zukommen. Frage unter dem Gesichtspunkt, ob da nicht auch dringend es geboten ist, dass wir das ganze Thema, wie man mit Kindern, mit Jugendlichen aus Kriegs- und Krisengebieten umgeht, ob es da Forschungs-
Erkenntnisse gibt oder ob es nicht dringend geboten wäre, hier auch sozusagen auch auf internationaler Ebene über Forschungsverbünde zu sozusagen erkenntnisreich zu arbeiten, dass man dieses Thema aufnimmt. Das wären aus meiner Sicht die beiden Fragen. Und dann können wir auch gleich schon in die große Runde gehen. Wer beginnt? Gerne. Ja, also zu dem Fall Jamur in Hamburg, denke ich, da gibt es ja einen breiten Konsens, dass es nicht um die rechtlichen Grundlagen geht, sondern um die große Herausforderung, wie wende ich das Recht im Einzelfall an, wenn es also um Wahrnehmen, um Interpretation, um Kommunikation und so weiter geht. Und von daher ist da die Antwort erstmal eindeutig. Was jetzt die Landesgesetze oder die Landesverfassungen anbelangt, könnte ich Ihnen jetzt spontan nicht die konkreten Formulierungen oder wie auch immer nennen, aber ich könnte Ihnen auch keinerlei Hinweise geben, zu sagen, weil in der Landesverfassung von Bayern oder von Baden-Württemberg Kinderrechte so und so formuliert sind, hat das auf die Lebenswirklichkeit da in dem oder jedem Bundesland die und die Folge. Ich würde das mal gern gegenüberstellen, meinetwegen den Hilfen zur Erziehung oder den Obhutnahmen, und dann würde es sich zeigen, dass sich daraus kein rechtlicher Gehalt ableitet. Es kann natürlich auch sein, dass es zum Teil Programmsätze sind, also das hängt dann auch von der Art und Weise der Formulierung oder der Verbindlichkeit ab. Ja, ich bin sehr dankbar, dass Sie die Frage zu den begleiteten und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen stellen. Ich hatte es ja extra auf der Folie auch mit drauf als eines der zentralen Themen. Und die Dimension war auch schon vor einem Jahr erkannt. Wir hatten dann damals ja für Würzburg eine Tagung der World Childhood Foundation organisiert. Ich habe zu dem Zeitpunkt mit meiner Arbeitsgruppe einen Überblick gemacht, was gibt es an Forschung über hilfreiche Interventionen, gerade in der Frühphase bei schwerst traumatisierten Kindern aus Kriegsgebieten und wie viele sind überhaupt traumatisiert und so weiter. Da gibt es relativ viel Wissen, leider keine einzige Originalarbeit aus Deutschland. Also wir haben nur die Übersicht gemacht. Also es gibt aus Europa auch relativ viel gesichertes Wissen. Und Ihre Anregung, dass man sich da in anderen Ländern, gerade auch Schweden und so weiter, Hilfe und Unterstützung holt und Zusammenarbeit, ist sicher wichtig. Was wir aber auf jeden Fall auch brauchen, ist angesichts der zugespitzten politischen Debatten, dass jetzt Ansätze, die Zugänge zu Hilfe erleichtern wollen, endlich mal ermöglicht werden. Ich bin ja, und das unterscheidet uns als Mediziner von anderen Professoren und Theoretikern, ja auch Klinikdirektor. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche extrem suizidale Flüchtlingskinder, zu deren Lebenssituation ich wegen Schweigepflicht nicht sagen kann, auf Station gehabt. Ich habe Szenen erlebt der Verzweiflung, die ich so noch nicht kannte, und ich habe viel gesehen. Ja? Das heißt, es gibt manche, die enorm viel kompensieren können und die man darin stützen muss. Aber es gibt auch andere, die so belastet sind, dass wir sehr schnell Hilfen machen müssen. Und da sind unsere Standards im therapeutischen Bereich in Deutschland teilweise auch so hoch, dass wir sagen, die Methode hat der gemeinsame Bundesausschuss nicht anerkannt, das geht nicht hier und so weiter. Auch hier müssen wir quasi über pragmatische Lösungen nachdenken. Es gibt zum Beispiel einen interessanten Beitrag über eine Therapiemethode in der Türkei, der sehr, sehr schnell in Flüchtlingseinrichtungen eingesetzt wurde und relativ vielen Kindern Entlastung gegeben hat. Wir haben gerade eine Studie gemacht, und damit höre ich auch auf, für das BMAS, was gezeigt hat, dass im Rahmen des Opferentschädigungsgesetzes Frühintervention signifikant einen Vorteil hat, demgegenüber, wenn man Jahre wartet. Also wenn wir im Moment in der Situation, natürlich wo die noch verteilt werden, da kann man, ist kein sicherer Ort da, da kann man auch nicht mit therapeutischer Hilfe starten. Wir müssen als erstes eigentlich Situationen herstellen, wo Familienkinder ähnlich wie die Unbegleiteten in eine sichere Situation kommen, wo sie auch vor Übergriffen von anderen geschützt sind. Und dann geht es aber sehr schnell darum, wie man denen wirklich auch therapeutische Hilfen gibt. Vielen Dank. Dann darf ich jetzt überleiten zu unserer zuständigen Berichterstatterin für den Bereich Kinder- und Jugendhilfe, zu Christina Schwarzer hier aus Berlin, und zur offenen Diskussion. Vielen Dank, Markus Weinberg. Ich würde Sie jetzt einfach bitten, dass Sie sich melden, wenn Sie Fragen an unsere Referenten haben. Am besten stellen Sie sich noch mal kurz vor und sagen dann auch gleich, an wem Sie Ihre Frage richten.
Durch freundliches Zunicken meiner Person würde ich Ihnen signalisieren, dass ich Sie gesehen habe. Ich sehe jetzt schon einige Wortmeldungen in diesem Bereich sozusagen und einmal der Herr dorthin. Vielleicht sammeln wir aber immer drei Fragen und dann schreiten wir voran. Zuerst der Herr in der dritten Reihe, weißer Hemd, genau. Ja, mein Name ist Leitner, ich bin Professor für angewandte Psychologie an der IB-Hochschule in Berlin. Mir ist jetzt aufgefallen bei den beeindruckenden Vorträgen aller Referenten, dass hier ein breiter Fundus an wissenschaftlichen Forschungsergebnissen referiert wurde, also zum Beispiel am Anfang von Herrn Büttner, von Frau Walper. Das heißt, wir haben im Bereich der Forschung ja schon ganz, ganz viel. Ich arbeite momentan an der IB-Hochschule an einer Analyse von einer Stichprobe von 272 Gutachten von verschiedenen Sachverständigen. Mir fällt allerdings auf, und das ist jetzt auch die Frage an Herrn Fegert, aber auch an die anderen Referentinnen und Referenten. Ich stelle fest, dass der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Debatte in den relevanten Teildisziplinen, der durchaus sehr beachtlich und vielfältig ist, da, wo wir das Ganze bräuchten, zum Beispiel auf der Ebene der Sachverständigen oder vor Ort bei unseren Familiengerichten, häufig unzureichend zum Tragen kommt. Das schlägt sich darin nieder, dass zum Teil in solchen Sachverständigengutachten Werke zitiert werden aus dem Bereich der Entwicklungspsychologie, zum Beispiel oder Montada, die bereits 20 Jahre veraltet sind in der ersten Auflage und man die neuesten Auflagen nicht verwendet. Oder wir haben von Frau Walper ganz, ganz viele Forschungsergebnisse auch in ihren Veröffentlichungen präsentiert bekommen über hochstädtische Trennungen und Scheidungen. Oder wenn ich daran denke, an das Werk Angewandte Entwicklungspsychologie, Konflikte in Familien von Walper Bröning 2009, das würde ich mir wünschen, dass derartige Erkenntnisse dann auch zum Tragen kommen, dort, wo wir sie benötigen. Ein Aspekt meiner Frage richtet sich auch darauf, dass wir natürlich auch unsere Familienrichterinnen und Familienrichter qualifizieren müssen, dass hier auch eine gewisse Nähe zu den relevanten Professionen da sein muss. Den Weg gehen wir an der IB-Hochschule Berlin, auch durch die Qualifizierung von Familienrichterinnen und Richtern, Zusammenarbeit mit dem Justizministerium Sachsen-Anhalts, also insbesondere mit Herrn Staatssekretär Wünsch, den wir kürzlich empfangen haben, aber auch durch die Zusammenarbeit mit der AG Recht der Berliner Fachrunde, wo wir mehrmals vor verschiedenen Juristinnen und Juristen referiert haben. Also meine Frage auch ganz gezielt, brauchen wir wirklich neue Forschung, erweiterte Forschung, umfassendere Forschungen, für die sich Herr Fegert ausgesprochen hat? Als Wissenschaftler würde ich sagen, ja. Als Vertreter im Bereich der angewandten Psychologie bin ich aber vor allem auch der Meinung, wir müssen dranbleiben, anwendungsorientierte Forschung dahingehend zu forcieren, dass wir herausfinden, wie werden unsere Forschungsergebnisse wirklich in der Praxis hinreichend zum Tragen gebracht und auch nutzbar gemacht und kommen letztlich den Kindern auch zugute. Es steht ja auch in der ZBO, dass zum Beispiel Sachverständigengutachten dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Debatte gerecht werden müssen. Und wenn wir das schaffen, dass wir wirklich diesen vielfältigen Fundus, und mich haben wirklich alle Beiträge und Vorträge sehr beeindruckt, da zum Tragen bringen, wo wir es brauchen, dann haben wir viel erreicht und alle Referentinnen und Referenten haben sich für Kompetenzorientierung eingesetzt, ausgesprochen, weg von der Defizitorientierung. Ja, ein Ergebnis meiner Studie war auch, dass zum Beispiel so wichtige Ansätze wie von Urs Fuhrer zum Thema Erziehungskompetenz kaum hinreichend zum Tragen kommen im Rahmen der Sachverständigengutachten. Also Kompetenzorientierung und ein gezielter wissenschaftlicher Zugriff auch darauf, wie die Forschungsergebnisse nutzbar gemacht werden können. Und da meine Frage, ob Sie sich dem hier anschließen, auch mit Blick auf das, worum es dann letztlich geht, das Wohl der Kinder. Vielen Dank für Ihre sehr lange Frage. Ich würde sagen, wir
Das war jetzt nicht negativ gemeint, um Gottes Willen. Ich glaube, wir gehen gleich zur Beantwortung über. Herr Professor Fegert, bitte. Ja, auch nicht bewertend gemeint. Ich versuche eine kurze Antwort. Vielleicht war ich aber auch vorhin schon zu schnell und bin missverstanden worden. Natürlich haben wir einen immensen Fundus an Wissen, vor allem über die Risikosituationen und so weiter. Was ich angeprangert habe, ist unser Mangel an Wissen über Verläufe. Und Verlaufsforschung ist ungleich schwieriger und ungleich teurer. Und manche kleinen Staaten wie Neuseeland oder Kanada haben insgesamt weniger Forschungsförderung, aber haben exzellente Verlaufsdaten, weil sie sich auf bestimmte Fragen konzentriert haben. Und wir beziehen uns weltweit auf diese Studien, weil wir einfach, wenn wir über Entwicklungen reden, müssen wir die Verläufe bis ins Erwachsenenalter kennen. Und das ist das Forschungsdefizit, was ich herausstreichen wollte. Punkt 2. Natürlich, das hatte ich auch auf einer Folie, müssen Forschungsergebnisse kommuniziert werden. Und ich versuche das permanent, solche Dinge in der Praxis auch umzusetzen. Das hat mit auch eine Auswirkung für uns als Forscher. Wir hatten jetzt bei den ganzen Ausschreibungen von BMBF, wo es um Studien in Heimeinrichtungen geht, keinerlei Schwierigkeiten im sogenannten Feldzugang, weil die Praktiker wissen, von uns kriegen sie was zurück. Ja? Also das den Praktikern geben und das in die Praxis zu übersetzen, ist eine, glaube ich, ganz zentrale Aufgabe. Und dritte, und dann, dass es noch quasi kurz bleibt, die Frage, wie man Familienrichter zu einer Weiterbildung bringt, die hat schon Generationen beschäftigt und die richterliche Unabhängigkeit ist und bleibt halt eine heilige Kuh. Ich kann nur in meinem Stand sagen, wir müssen Weiterbildungspunkte erbringen, auch ich als Professor. Und ich finde, zu jedem anständigen Beruf, die Fachanwälte für Familienrecht machen das ja auch, wie kann ich über so komplexe Tatsachen entscheiden, wenn ich wirklich unabhängig von jeglichem inhaltlichen Wissen sein kann? Wie kann ich verantwortlich Aufträge vergeben, die Qualität von Gutachten prüfen, wenn ich davon keine Ahnung habe? Aber das müssen Juristen beantworten. Ich verstehe es nicht. Vielen Dank, Herr Professor Fegert. Jetzt der Herr in der dritten Reihe. Kommen Sie am besten hier nach vorn. Verstehen wir Sie besser. Ich bin Kinderarzt und bin für den Bereich frühe Hilfen in der Kinderärztlichen Praxis und in Geburtskliniken tätig seit Jahren, sowohl in Düsseldorf als auch in NRW. Frage an Herrn Fegert. Wir kennen uns auch seit längerer Zeit. In welcher Weise können wir das Monitoring tatsächlich verbessern? Das Monitoring über nicht nur das erste Jahr, sondern die ersten 3 Jahre, wo wir also wirklich verschiedene Symptome auch sehen, ob das Verhaltensstörungen sind, Entwicklungsstörungen, Kindeswohlgefährdung. Wir haben mehrere Modelle in Deutschland. Gut, Sie kennen die Modelle. Wie können wir tatsächlich einen Weg, der sich annähernd langfristig weitergeht, ohne immer wieder neue Modelle zu entwickeln? Also es ist so viel Wissen. Nur mein Thema wäre, das Gesundheitswesen ist wirklich auf dem Weg, manches zu verbessern. Wie kann man die Qualität da durchaus verbessern und die Systeme auch zusammenführen? Ich glaube, wir gehen doch gleich wieder über zur Beantwortung, Herr Professor Fegert. Na gut, der Weg muss sein, die Verläufe, die es jetzt ja gibt, zu evaluieren und die Bausteine zu identifizieren, die eigentlich überall wirken. Und dann, denke ich, ist das wichtig, das in die Regelversorgung zu übernehmen. Das ist teilweise ja auch geschehen mit einzelnen Schritten aus dem Bundeskinderschutzgesetz. Und die Politiker hier im Raum wissen, warum es da keine Abstimmung damals zwischen BMG und BMFSFJ gab. Ja? Das Erste ist im Prinzip, wenn man in Bereiche geht, wo unterschiedliche Ressorts zusammenarbeiten, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Im Kinderschutzgesetz ist ganz viel Lyrik, wie wir Ärzte zusammenarbeiten sollen mit der Jugendhilfe, aber unser Ministerium hat sich damals völlig herausgehalten. Wir brauchen korrespondierende Regelungen, die auch im Gesundheitsrecht greifen, um solche Dinge adäquat umsetzen zu können. Und das ist Einzelfallberatung und die muss dann auch abgestimmt werden. Diese Koordinations- und Vernetzungszeiten, das ist vielfach belegt, die müssen dann auch honoriert werden. Aber ich glaube, da sind wir einen großen Schritt weiter. Und gerade die frühen Hilfen finde ich eigentlich ein gutes Beispiel, dass man was verändern kann. Und in dieser Legislatur hat sich das BMG an vielen Punkten da auch schon bewegt. Ja? Bringt das Präventionsgesetz da einen neuen Akzent?
Ja, wir werden sehen. Dort hinten hatte sich jemand gemeldet, genau Sie. Manfred Prügel, ich bin Mitglied im Pflegeelternrat Hamburg. Ich habe eine ganze Menge gelernt über offene Fragen im Zusammenhang mit dem Kindeswohl und über Fragen im Zusammenhang mit dem Umgang mit belasteten Kindern seitens der Jugendämter. Es gibt aber durchaus eine Reihe von gesicherten Kenntnissen und Erkenntnissen, zum Beispiel zur Bindungsforschung bzw. zum Bindungsverhalten von Kindern. Und darüber muss man eigentlich gar nicht großartig diskutieren, denke ich mal, das werden Sie mir wahrscheinlich auch zustimmen. Worüber man diskutieren muss, ist da die Praxis der Jugendämter, teilweise auch der Gerichte. Gesetz im Fall, ein Kind wird aus Gründen der Gewaltanwendung oder Vernachlässigung oder Misshandlung aus einer Herkunftsfamilie genommen und in eine Pflegefamilie gesetzt. Welche Chance hat das Kind, zu einer günstigen Entwicklung zu kommen? Die einzige Chance ist die, dass es lernt und akzeptiert, in dem neuen Lebensort eine intensive, sichere Bindung zu den Pflegeeltern aufzubauen. Das ist eigentlich Standardwissen. Warum ist dann das so oft der Fall, dass in der Praxis Jugendhilfeeinrichtungen oder Jugendämter dieses einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dadurch, dass sie sozusagen immer wieder einen überbetonten Umgang dieser Kinder mit ihrer Herkunftsfamilie fordern oder forcieren? Es ist so, in einem konkreten Fall gewesen, also unser Pflegekind lebt seit 7 Jahren bei uns. In der Anfangsphase war es so, dass im Schnitt jede Woche ein Kontakt mit einem der Herkunftseltern stattgefunden hat, stattfinden sollte, mit fatalen Auswirkungen für das Kind. Letztendlich wollte es das auch gar nicht. Man hat dem auch dann Rechnung getragen. Das ist aber absehbar. Es ist auch für das Kind eine extreme Belastung. Warum wird überhaupt erst dieser Versuch unternommen, anstatt von vornherein, wenn denn schon eine Herausnahme des Kindes aus der Ursprungsfamilie notwendig war, und es gibt dafür sicher dann zwingende Gründe, sonst würde man das nicht machen, anstatt dem Kind die Chance einzuräumen, an dem neuen Lebensort eine sichere Bindung, eine sichere Zukunft zu haben. Das heißt nicht, dass die Elternrechte ja sozusagen missachtet werden sollen, aber es muss da eben eine Abwägung stattfinden, hinsichtlich der quantitativen Ausgestaltung, hinsichtlich des Managements. Vielleicht kann Frau Professor Walper dazu kurz Stellung nehmen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Da sprechen Sie tatsächlich ein großes Problem an, weil es zeigt nochmal, dass unser System, Kinder- und Jugendhilfesystem an dieser Stelle, auch unsere Familiengerichte, sehr stark auf die Rückkehroptionen der Kinder setzen. Und das ist erstmal ja auch nicht verkehrt als Grundgedanke, ja, der leiblichen Familie der Kinder die Möglichkeit, die Tür auch offen zu halten. Aber was es gleichzeitig nochmal verdeutlicht, ist, dass wir keine guten Kriterien haben, anhand derer man sagt, wann die Tür auch sinnvollerweise zu wäre. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, der muss einfach stärker gemacht werden, weil ich kenne viele solcher Geschichten, wo es für Kinder, also für eigentlich alle Beteiligten, enorm schwierig ist, diese Kontakte so zu gestalten, dass man das Gefühl hat, es hilft wirklich auch den Kindern und ist für sie zur Vergewisserung ihrer Identität und Herkunft ein wichtiger Beitrag. Im Prinzip muss man sagen, dass gerade die Kontakthäufigkeit ein Faktor ist, der enorm überschätzt wird in seiner Bedeutung für das Kindeswohl. Das wissen wir auch aus allen Scheidungsstudien. Es ist überhaupt nicht die Häufigkeit, sondern es ist die Qualität dieser Kontakte. Und gerade wenn die Kontakte schwierig sind, auch weil zum Beispiel die leiblichen Eltern ja nicht immer sehr zuverlässig diese Kontaktoptionen wahrnehmen, ja, und dann warten Kinder und es findet doch nichts statt. Also 1000 Probleme, die an der Stelle auftreten können.
Gerade da muss man sich überlegen, was ist das gute Maß. Und was ich auch denke, was wir ganz dringend brauchen, solange wir die Türe offen halten für die Herkunftsfamilie, braucht es verbindliche Standards für die Elternarbeit, die parallel dazu geleistet werden muss. Denn Zeit macht an der Stelle gar nichts. Ja, also auf jeden Fall nichts Gutes. Warum sollte sie? Also wir erwarten vielfach, gerade da, wo keine aktive Elternarbeit geleistet wird, weil gerade wieder ein anderes Jugendamt zuständig ist, ja, das Kind ist in einem anderen Bezirk und dann fallen die Eltern völlig aus dem Raster. An der Stelle, was will man da erwarten, was Wunderbares passieren soll, um wirklich diese Rückkehroption für die Kinder aufrechtzuerhalten? An der Stelle muss man sich irgendwann auch mal beherzt entscheiden und entweder sagen, okay, wir haben jetzt, können den Eltern nichts anbieten, wollen ihnen nichts mehr anbieten, wir haben gemerkt, sie haben es nie genutzt oder wie auch immer. Und dann ist jetzt die neue Situation diejenige, die auch dauerhaft Bestand haben soll. Das wird ja gerade intensiv diskutiert im Dialogforum Pflegekinderhilfe, inwieweit nicht auch die rechtliche Möglichkeit für die Gerichte geschaffen werden soll, eine dauerhafte Verbleibensanordnung für Pflegefamilien auszusprechen, also wo auch diese Rückkehroption dann mal nicht mehr gegeben ist. Und auf der anderen Seite, solange man noch nicht an dem Punkt ist, zu sagen, es geht nichts mehr, muss man aber auch alles dran setzen, die Dinge in eine positive Richtung zu bewegen. Und diese Verbindung haben wir noch nicht. Und deshalb ist da, glaube ich, auch viel Unruhe und viel Ungutes, was an dieser Stelle passiert, viele Brüche. Ich würde gerne an dieser Stelle aus der Praxis noch mal jetzt berichten und das unterstreichen, was Frau Walper sagte. Wir betreuen in 3 Gebietskörperschaften insgesamt 260 Pflegefamilien, wo wir Akquise machen, Beratung und auch moderieren die Beziehung zu den Herkunftseltern. Und ich kann das nur unterstreichen, wir haben in diesen 3 Gebietskörperschaften völlig unterschiedliche Haltungen zu der Frage, wie intensiv, mit welchen Verfahren, mit welcher Frequenz sollen wir prüfen, ob etwa eine Rückführung in die Herkunftseltern sinnvoll angezeigt oder und über welche Mechanismen gemacht wird. Da gibt es richtige Ideologien. Also Barrieren, ein Gespräch reicht, die anderen sagen 5 Gespräche. Es ist ein völliges Methodenwirrwarr und der Verweis auf Forschungsergebnisse greift dann in der Regel gar nicht, weil die Affinität dafür gar nicht da ist. Und wir uns jedes Mal in jeder Gebietskörperschaft neu justieren müssen mit der Gründlichkeit, mit der wir das eigentlich machen wollten. Und hier würden uns natürlich verbindliche Standards weiterhelfen, die sozusagen über die Gebietskörperschaften hinweg gelten, die sich ihrerseits stützen auf Forschungsergebnisse der Frage, wie messe ich eine Bindungstiefe beispielsweise? Wie kann ich Risiken abschätzen, ob eine Beurlaubung vernünftig ist oder nicht vernünftig ist? Also auch an diesem Beispiel kann man das sehr gut darstellen. Vielen Dank. Für jetzt knapp 15 Minuten habe ich noch 5 Wortmeldungen. Ich habe sie gesehen. Aber zuerst jetzt Frau Peschel-Gutzeit, bitte. Ich bin Lore Peschel-Gutzeit und Juristin und ich würde gerne, bevor ich meine eigentliche Frage stelle, zu dem letzten Thema etwas sagen. Ich bin als Anwältin tätig und zu mir kommen die Eltern, deren Kinder in Obhut genommen sind und sagen, wir möchten die Kinder sehen. Und zu mir kommen die Eltern, wo die Kinder untergebracht werden. Ich möchte die Kinder sehen. Und das ist ein wirklich schwieriges Thema, denn das Umgangsrecht der Eltern ist verfassungsrechtlich abgesichert. Das muss ich immer wieder betonen, es ist nicht fungibel. Wir können nicht sagen, nee, jetzt ist mal gut, jetzt bleibt ihr mal zu Hause. Es muss ein echtes und sehr schwer durchzuführendes Ausschlussverfahren sein. Und auch dagegen gibt es dauernde Rechtsmittel. Also wir dürfen hier ja auch nicht etwa zu dem Ergebnis kommen, im Himmel ist Jahrmarkt, sondern dieses Umgangsproblem wird immer bleiben, solange wir Eltern haben mit diesem Recht. Denn dieses Recht haben in diesem Umfang die Pflegeeltern nicht. Das muss man einfach wissen. Es sind die leiblichen Eltern, die so hoch geschützt sind. Aber jetzt mein Beitrag an Herrn Wiesner, wir beide kennen uns ungefähr 100 Jahre, und an, nicht, Sie sind es noch nicht, aber ich bin es, und an Herrn Weinberg. Es geht um die Kinderrechte ins Grundgesetz.
Wir haben etwas gehört über das Recht auf bestmögliche Förderung. Sie, Herr Wiesner, haben das sehr kritisch behandelt. Das ist alles in Ordnung. Aber dieses Recht ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist Bestandteil der Kinderrechtskonvention, der UN-Kinderrechtekonvention, die bei uns als geltendes Recht zu behandeln ist. Und in dieser Kinderrechtekonvention der UN steht eben nicht nur das Recht auf bestmögliche Förderung, sondern auch das Recht auf Teilhabe an allen Entscheidungen, die die Kinder selbst betreffen. Das wurde hier noch nicht erwähnt, aber vielleicht der Vollständigkeit halber. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, lieber Herr Wiesner, waren Sie relativ skeptisch, weil Sie, so habe ich Sie jedenfalls verstanden, sich vorstellen, dass dies ein Recht wäre, das sich gegen die Eltern richtet. Nach dem Motto, also das kann es ja nicht sein, wer soll das denn überwachen, ob die Kinder die bestmögliche Förderung bekommen, das kann ja nur der Staat sein. Und wir wollen ja keine staatliche Überwachung, da sind wir sofort zusammen. Nur ich denke, dass man das auch ganz anders verstehen kann, nämlich als ein Recht der Kinder auf zum Beispiel bestmögliche Förderung und der Eltern, die sich in eine Reihe stellen und dieses Recht von der Gesellschaft fordern. Und dann ist es nämlich ein völlig anderes Recht. Und es geht nicht darum, die Eltern zu überwachen, sondern es geht darum, die Bedeutung der Kinderförderung in der Gesellschaft anders auszudrücken als bisher. Und dann gehört es in das Grundgesetz, nämlich in die Bundesverfassung. Das führt zu der zweiten kleinen Bemerkung, Herr Weinberg. Sie haben mit Recht gesagt, wir haben ja Länderverfassungen, in denen Kinderrechte stehen. Wirken die sich denn aus? Erstens, das, wovon wir sprechen, ist alles Bundesrecht. Da kann sich eine Länderverfassung so schön lesen, wie sie will. Sie hat hierauf keinen Einfluss. Und zweitens, und das gilt generell, alles, was in der Verfassung steht, ist zunächst einmal Ausdruck des guten Willens. Ich spreche von den Grundrechten. Aber sie wirken sich auf die Dauer aus. Sie wirken nämlich bewusstseinsverändernd. Das kennen wir von den Grundrechten, von allen sonstigen. Und das genau wird auch passieren, nicht nur, wenn es in den Länderverfassungen steht, die ja, wenn ich das so sagen darf, relativ unbekannt sind, sondern wenn es in der Bundesverfassung steht. Und deswegen meine herzliche Bitte an die eben Angesprochenen, an dieser Stelle vielleicht noch ein bisschen weiter zu überlegen. Wer will von Ihnen, Herr Professor Wiesner? Ja. Also ich sprach ja eigentlich von den Kinderrechten und von den damit verbundenen Erwartungen und Zielen und von den Risiken und Nebenwirkungen. Wenn wir uns darauf verständigen, dass es nicht in Stellung gebracht wird, Eltern gegen Kinder, dann sind wir relativ nahe beieinander. Nur weiß ich eben dann nicht mehr, ob es in einen Grundrechtekatalog gewissermaßen gehört oder ob wir nicht dann bei dem sind, was ich so strukturelle staatliche Verantwortung meine, dass er eben, was die Ausbildung und die Schule, darüber haben wir ja eigentlich gar nicht gesprochen, kinderfreundliche Schule, da wäre auch eine Menge zu tun, also nicht immer nur die Eltern, dass dafür Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und damit nachher dann Eltern gewissermaßen ja, in Übereinstimmung oder orientiert am Kindeswohl von den Möglichkeiten, die es gibt, aber doch in freier Entscheidung Gebrauch machen können. Ich meine, auf diese Variante oder so, damit könnte ich nicht nur gut leben, das könnte ich voll unterstützen. Aber so wie es eben jetzt diskutiert wird, wird es unter ganz unterschiedlichen Aspekten, zum Teil offen, zum Teil versteckt diskutiert. Und umso wichtiger ist, dass eigentlich eben klar gemacht wird, was will ich mit meiner Option letztlich erreichen? Will ich die staatliche Verantwortung und die Einflussnahme stärken gegen die Eltern oder geht es eigentlich darum, dass das Eltern-Kind-Verhältnis insgesamt und die Grundlagen damit verbessert werden sollen? Und da kann ich gerne zustimmen. Ich will sozusagen auch versuchen, in Kürze auf drei Ebenen zu heben. Das eine, mein Beispiel aus Hamburg war ganz bewusst die Darstellung eines gewissen Antagonismus, was ich nämlich Ich weiß. Ich wollte nur deutlich machen, dass ich es als irgendwie problematisch empfinde, wenn man versucht, einen legitimatorischen Charakter zu entwickeln, dass man sagt, wenn denn Kindergrundrechte explizit ausgeschrieben sind, dann würden gewisse Vorfälle nicht mehr stattfinden. Und das war eine Gefahr, auf die ich nur hinweisen wollte. Und ganz politisch auch, das war wirklich mal ein politischer Fall, wo ich sage, das ist dann irgendwie so ein Antagonismus, ich spare 10% der Kinder- und Jugendhilfe.
Und sozusagen will dann in der Verfassung was ändern. Partizipatorische Elemente, bin ich sehr dafür. Die Stärkung von partizipatorischen Elementen von Kindern. Die Frage ist aber, muss es dann geleitet werden durch eine Aufnahme in der Verfassung oder gerade mit Blick auf das Lebensumfeld von Kindern, ist es ja eher in der kommunalen Verantwortung, auch in der Länderverantwortung, hier dafür zu sorgen, dass Kinderrechte im Lebensumfeld von Kindern gestärkt werden. Ich, viele von Ihnen waren vielleicht mal in der kommunalen Verantwortung tätig, da haben wir mal im Stadtplanungsausschuss und im Sanierungsausschuss Kinderrechte mit aufgenommen. Ich glaube, sozusagen ist es dann die Frage der Ausgestaltung. Eltern übernehmen für uns treuhänderisch die Verantwortung und es ist so geregelt, wenn sie das nicht mehr tun können, dann wird ihnen das auch aus der Hand genommen. Und deswegen ist sozusagen dieses Thema, hat man auf der einen Seite Eltern, auf der anderen Seite die Kinder, würde ich so auch beantworten wollen, dass wir ja das als Gemeinsamkeit sehen sollten und möglicherweise damit der Eindruck entstehen könnte, als wenn die Kinderrechte oder Kinder, die auch Träger von Grundrechten sind, sozusagen eine sozusagen zu den Eltern divergierende Position haben. Insoweit haben wir auch gesehen, dass wir mit der Kinderkommission diesen Bereich Partizipation, Beteiligung auch gestärkt haben und wir diskutieren auch weiterhin, wie wir es machen. Ich will nur nicht, dass wir möglicherweise eine falsche Symbolpolitik, ich überspitze etwas, eine falsche Symbolpolitik betreiben. Das, was dahinter steht, muss gewährleistet sein, das Aufwachsen von Kindern, das Lebensumfeld zu verbessern. Das muss das Ziel sein und nach diesem Ziel muss man sich auch ausrichten. Der nächste Fragesteller steht bereit, bitte sehr. Ja, ich bin Klaus Treutler, Schulleiter außer Dienst. Und ich hatte das Erlebnis vor einigen Wochen, also vor 3 Wochen oder so, wollte ich zu einer Elternversammlung gehen und mir wurde mit der Polizei gedroht, weil ich doch kein Sorgerecht mehr hätte. Also bei mir ist so ziemlich alles schiefgegangen, was man sich vorstellen kann. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch einfach nochmal ganz klar sagen, Sensibilisierung wurde auf jeden Fall von vielen gesagt, die Vorträge waren total klasse in der Theorie. In der Praxis ist es aber leider so, dass ich zu dem Punkt gekommen bin, dass es gar nicht mehr so sehr darum geht, dass Unfähigkeit eine Rolle spielt, sondern es geht teilweise um grobe Fahrlässigkeit und sogar um Vorsatz. Wenn Richter zum Beispiel in ihren Beschlüssen schon Protokolle vorliegen, in denen nichts steht, außer nur wer teilgenommen hat und wer zum Beispiel, wann das losgegangen ist, geändert hat, dann ist natürlich da auch an dem Beschluss nichts mehr zu rütteln. Das nächste Problem, was wir haben, wo ich gerade denke, es sind gar nicht so sehr die Gesetze, die wir haben, dass die nicht reichen, sondern die Umsetzung. Ja, das Jugendamt ist zugleich beratend tätig, gleichzeitig Kontrollinstanz und dann auch noch Entscheidungsträger. So, das heißt, als ich dann aufgrund Sorgen häuslicher Gewalt mein Haus verlassen habe, habe ich das dann irgendwann natürlich auch mal dem Jugendamt gesagt. Das Jugendamt sagte dann, der redet schlecht über die Mutter, ich habe mein Sorgerecht daraufhin verloren. So geht das also weiter. In der Schule wird dann gesagt, ja, Sie haben ja kein Sorgerecht. Also alles, was praktisch über mich verbreitet wird, führt dazu, dass ich vorverurteilt bin. Ich bin Vater, ich habe jetzt alle 2 Tage geschrieben meiner Ex-Frau, ich möchte dem Jungen helfen. Er braucht in Deutsch ein bisschen Unterstützung. Ich war total gut in der Schule. Ich habe selbst als Junge konstruiert gemacht. Ich hatte gute Eltern. So, ich darf nichts. Ich kriege weder Antworten auf meine vielen Karten an mein Kind noch sonst etwas. Das ist aber alles nicht gesetzlich zu regeln, sondern hier hätte der Staat von Anfang an, wenn überhaupt, dann so eingreifen müssen, dass die Rechte des Kindes gesichert werden, zum Beispiel auf maximale und bestmögliche Förderung. Ich möchte mein Kind fördern und ich werde daran immer wieder gehindert. Vielleicht sollte man den Begriff Sorgerecht deswegen ganz schnell in Sorgepflicht umwandeln. Weil wenn mir nur die Pflicht genommen worden wäre, dann hätte ich ja noch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Ich glaube deswegen auch die Forschung, die zeigt, dass wirklich viele, viele Dinge erkannt worden sind. Wenn ich jetzt aber wieder zurückgucke, worauf basiert jetzt die Forschung? Auf Aussagen von Menschen. Und Menschen können nicht immer objektiv sich äußern. Wenn ich mich nach meinem Kind erkundige oder wenn ich was lese darüber in den einzelnen Gerichtsabschnitten, dann sehe ich immer, je nachdem, für wen etwas berichtet wird, geht es meinem Jungen total gut oder es geht ihm total schlecht. Dasselbe Kind in derselben Zeit. Also, wenn es darum geht, dass der Junge Umgang haben soll, dann wird immer gesagt, ja, der Umgang schadet dem, der ist so am Boden, der ist fix und fertig, der pullert ein und sonst was. So, wenn es dann heißt, ja, wie sieht es dann aus, kommt er gut zurecht zu Hause,
dann steht da, also tolle Entwicklung, seitdem der nicht mehr mit dem Vater zu tun hat, dem geht es so gut, der ist also wirklich in bester Verfassung. So, und da sehen wir doch schon wieder, wenn wir das jetzt versuchen, als Grundlage für Forschung zu nehmen, wie gefährlich das ist. Ich glaube, wir müssten schauen, also auf jeden Fall stimme ich absolut zu, dass die Professionalität der Jugendamtsmitarbeiter gefordert ist. Ja, die müssen sich leider eben auch stärker damit auseinandersetzen, zum Beispiel mit Borderline-Geschichten und so weiter, mit Pass, also dass Kinder eben entfremdet werden und so weiter. Wenn ich zum Beispiel einem Kind einem Jahr den Vater schlecht mache und dann wird dem Kind die Frage gestellt, möchtest du zu Papa? Ja, was meinen Sie, was das Kind antwortet, wenn es schon weiß, welche Folgen das wieder hat? Andere Kinder können spielen, mein Sohn muss dann immer zur Psychoanalyse irgendwo. Es gibt also über ein Jahr schon Traumafolgenbehandlung durch eine Psychologin. Sie hat aber mich noch nie einbezogen. Ich meine, wenn es darum geht, dem Kind zu helfen, müsste man doch auch mit dem Vater reden und sagen, wissen Sie, wenn Sie den mal wieder haben, den Kleinen, achten Sie doch mal bitte auf Folgendes. Passiert nicht. Ja? Gut, also ich will nur an der Stelle noch mal sagen, die Forschung finde ich total gut, dass man diese Sensibilität auch erkannt hat. Alle Vorträge haben mir auch genau gesagt, das ist das, was im Kindeswohl eigentlich eine Rolle spielt. Aber wir müssen gucken, wie können wir verhindern, dass zum Beispiel, ich sage es auch mal so knallhart, wie es ist, wir können es im Internet sehen, aber nicht in der Presse so sehr, Pädophile, wir hatten ja im Bundestag hier irgendwie einen Fall, was ist da eigentlich, wenn Richter pädophil sind? Spielt das eine Rolle? Ja? Ich glaube, das war ein guter Abschlusssatz sozusagen. Ich glaube, vielen Dank. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen und ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen. Frau Bratfisch ist ja auch eine betroffene Mutter sozusagen, deswegen würde ich Sie kurz bitten, auch noch mal Ihr Statement abzugeben und das wir dann gesammelt abgeben. Dann hatte ich Sie noch, Sie stehen ja schon bereit sozusagen und Sie quasi und Frau Thieme, vielleicht können wir es draußen klären. Dann wir drücken mal auf die Tube, Frau. Okay, ich mache nicht lange. Es geht ja, wurde ja viel gesagt über bestmögliche Förderung von Kindern. Wichtig ist ja, dass sie später auch im Berufsleben bestehen können. Nur leider muss ich feststellen, dass das in Deutschland leider auch nicht immer umgesetzt wird. Es gibt ja mittlerweile viele verhaltensauffällige, schulresistente Kinder. Teilweise liegt es an einem sehr hohen IQ. Und die fallen dann in einem Loch von der ersten bis zur dritten Klasse, dass sie absolut überhaupt nicht mehr beschult werden. Kommen sie in ein Projekt, was dem Jugendamt dann 2000 Euro im Monat kostet, wie bei meinem Sohn, der dann trotz einem IQ in Teilbereichen von 131 mittlerweile auf Sonderschulniveau abgerutscht ist. Und da wollte ich ganz gerne mal fragen, was ist eigentlich, ist da auch mal irgendwas geplant, dass es diese Kinder nicht mehr in ein Loch fallen, wo sie 2 Jahre, 3 Jahre nicht mehr beschult werden? Was haben die sonst für Zukunftsaussichten? Danke, Frau Bratfisch. Wir haben mal draußen gleich noch Zeit, ein bisschen miteinander ins Gespräch zu kommen. Herr Professor Wiesner, Herr Fegert, wer will? Kann ganz kurz sagen. Ich war als Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut immer dankbar, dass wir in Deutschland eine allgemeine Schulpflicht haben. Und Kinder, die 3 Jahre nicht in die Schule gehen, leiden auf jeden Fall, weil Schule ist der zentrale Sozialisationsort, wo wir Kontaktfähigkeiten genauso lernen wie das intellektuelle Rüstzeug, was wir fürs Leben brauchen. Also da bin ich voll bei Ihnen. Wir haben Rechtsansprüche, es gibt auch den Paragraph 35a, seelische Behinderung, über den Hilfen für solche Kinder organisiert werden können. Da sind wir wieder an dem Punkt, der vorhin gesagt wurde, die Gesetze sind gar nicht so schlecht. Es ist alles da, es ist alles möglich. Zum Einzelfall kann ich von hier jetzt auch immer wenig sagen. Ich kann Ihnen nur unterstreichen, ich halte es für absolut für wichtig, dass Kinder Zugang zur Schule haben. Ja. Genau, Sie hatten sich noch gemeldet. Tom Todd vom Verein Agens. Herr Weinberg, wir waren kürzlich bei Ihnen. Ich habe das vielleicht am Anfang verpasst. Die Studie, die Sie angekündigt haben, ist sie schon vergeben worden als erste Frage. Zweite Frage, ein Bereich, der Probleme in der Kinder haben wir uns teilweise angeguckt, was hier ein bisschen untergegangen ist. Es ist ja bekannt, dass ungefähr 600.000 Kinder mit ADHS diagnostiziert worden sind. Ungefähr die Hälfte davon
bekommen schwerste Psychopharmaka und die neueste Forschung hat ja auch aufgezeigt, dass mindestens, also die Hochrechnungen sind unterschiedlich, aber ich sage mal, Schwankungen, die Zahlen schwanken zwischen 20% und 80% dieser Kinder sind Trennungskinder. Ganz abgesehen davon, dass die meisten natürlich auch Jungen sind, ist dieser ganze Bereich ein Beispiel für eigentlich das, was man in der Gesellschaft als eine zunehmende Pathologisierung von bestimmten Gesellschaftsproblemen ansehen kann. Und da wäre die Frage, erstens, kommt dieses Problem in der Studie überhaupt vor? Und zweitens, ist das nicht ein Thema auch für die Forschung? Vielen Dank. Markus Weinberg zur Studie zuerst. Ja, die Studie, wir haben, hatten das im Koalitionsvertrag unterstrichen mit der Studie, dass wir als CDU-CSU diese Studie als eine Studie fordern. Das ist dann auch im Gespräch mit der SPD so jetzt verankert und die Studie ist vergeben. Das heißt, die Ausschreibung ist Erfolg und die Studie ist vergeben. Da gibt es sozusagen eine gewisse, in Anführungszeichen, Schweigepflicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das sagen darf und deswegen tue ich es nicht. Bitte? Ob man es jetzt schon sagen darf, ja. Herr Professor Fegert nochmal. Vielleicht zu dem Psychopharmaka kurz und ob das im Blick ist. Also bei allen Heimkinderstudien haben wir nach Behandlung der Heimkinder geschaut und ADHS war bei vielen Heimkindern bekannt, weil die expansiven Störungen, auch Störungen des Sozialverhaltens, die stören in der Schule und die fallen überall auf. Ja, was häufig nicht bekannt war, war die Suizidalität der Kinder, die Traurigkeit der Kinder. Also mir geht es eher darum, das Gesamtbild traumatisierter Kinder stärker im Blick zu nehmen. Dennoch würde ich sagen, die Verordnung von Psychopharmaka ist in Deutschland sehr stark im Blick. Es ist ein Betäubungsmittel, wovon Sie reden. Frau Pöttger-Müller am Bundesinstitut für Arzneimittel hat jährlich Übersichten dazu, Kick-Survey hat das mit angeguckt. Also das ist ein Bereich, wo wir sehr gut dokumentiert sind, weil die Fallzahlen auch relativ groß sind. Das Hauptproblem für mich ist on-off und ausprobieren. Dass teilweise von gar nicht wirklichen Fachleuten, wenn Eltern sagen, mein Kind soll jetzt in die weiterführende Schule und so weiter, irgendjemand mal ein Medikament verordnet. Wir haben viel zu viele Kinder, die mal kurze Zeit Medikamente bekommen, dann wieder nicht. Das widerspricht einer anständigen Diagnose. Also ich sehe schon, da ist vielleicht auch ein Problem, aber wir haben andere Bereiche, die Suizidalität, die Depressivität, die Traumabelastung, die wir oft im System überhaupt nicht mit im Blick haben, weil diese Kinder nicht so stark stören wie die Aufmerksamkeitsgestörten und Kinder mit Störungen des Sozialverhaltens. Und wir müssen auch sensibel für die zum Beispiel Mädchen werden, die oft still leiden und trotzdem Probleme haben und Hilfe brauchen. So, eine vorletzte Wortmeldung, bitte. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Gudrun Hummel vom Diakonieverein Vormundschaften und Betreuung in Hamburg. Erstmal vielen Dank, Herr Weinberg, dass Sie dieses Forum hier bieten, diese Veranstaltung. Ich halte es für ganz wichtig, über Kinderrechte zu reden. Wir reden hier vorwiegend über Qualität und ich muss anmerken, dass wir in Hamburg aber auch ein quantitatives Problem haben. Ich habe nun auch Vormundschaften für Flüchtlingskinder. Wir hatten in Hamburg Pi mal Daumen 80 Vormundschaften über die Jahre hinweg. Jetzt stehen wir bei dem Problem, 1.900 in Hamburg zu haben, Unbegleitete. Das heißt, diese Qualität auch in der Jugendhilfe ist vielleicht gar nicht machbar. Wir müssen was Unterschwelliges, was Breitbandiges haben, was schnell wirkt, was schnell greift. Und da ist Politik wirklich gefordert und da sind auch alle Institutionen und Jugendämter gefordert, tätig zu werden. Vielen Dank. Das kann man so im Raum stehen lassen, sozusagen. Damit beschäftigen wir uns ja auch. Wie bitte? Du. Markus, los. Ja, überraschenderweise ich. Nein, ich wollte nur kurz berichten, dass sozusagen dieses Thema auch bei uns jetzt abgearbeitet wurde, zumindest was der Bundesgesetzgeber machen kann, dass wir halt gesagt haben, bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen haben wir gewisse Jugendämter, Passau, Hamburg, die in Anführungszeichen massiv belastet sind. Wir werden jetzt sozusagen ab 1. November, also sozusagen ab heute, auch eine Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben nach Königsteiner Schlüssel. Wobei wir immer klar gesagt haben, das Thema Kindesschutz steht an erster Stelle, aber in jedem Land haben wir auch die Kompetenzen, in jedem Bundesland die Kompetenzen, darüber entsprechend zu verteilen zwischen den Kommunen, die in der Struktur im Jugendhilfebereich dafür vorgesehen sind oder gut geeignet sind. Und das Zweite, was der Bund auch gesagt hat, waren die 350 Millionen Euro jährlich jetzt für die ungefähr 30.000 plus
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, das sind dann sozusagen pro Kind, Jugendlicher pro Monat 1.000 Euro. Das ist natürlich nur eine kleine Entlastung der Kommunen und der Länder, aber es ist eine Entlastung, die, glaube ich, jetzt wichtig ist, dass man A, die Strukturen aufbauen kann, verstärken kann und B, auch finanziell eine Entlastung hat, denn das Thema wird sicherlich für die nächsten 5 bis 10 Jahre mindestens massiv die Jugendhilfe auch beeinflussen. Ja, wir kommen da an die Grenzen des Möglichen. Also allein wenn ein Jugendlicher von Passau nach Cottbus gebracht werden soll, war allein die Fragestellung, wer begleitet den? Eine Sonderpädagogin, wo man sagen kann, also wenn es auch ein Bundesfreiwilliger machen könnte, also wir müssen die Standards einhalten, ja, das machen wir auch. Aber wir müssen auch sehen, dass momentan die Belastung in den Jugendämtern und ASD in Hamburg, kennen Sie, kenne ich die Belastung, dass wir die jetzt auch irgendwie durch gewisse auch kurzzeitige Maßnahmen sagen, dass wir da etwas für Ausgleich sorgen können. Zu guter Letzt haben wir Barbara Thieme von der Mütterlobby. Besten Dank, Frau Schwarzer. Ja, guten Tag, Barbara Thieme. Ich bin Initiatorin der Mütterlobby. Die Mütterlobby ist eine Initiative von mittlerweile über 1.000 Familien, mit denen ich mehr oder weniger im Kontakt stehe. Betroffene Familien, betroffene Mütter von hochstrittigen Sorgerechts- und Umgangsverfahren. Und deshalb möchte ich auch ganz gerne in dem wahrscheinlich letzten Beitrag noch mal ein Augenmerk auf einen anderen Punkt wenden. Sie haben, Herr Weinberg, vorhin völlig richtig gesagt, ein misshandeltes Kind ist eine Katastrophe. So oder so ähnlich hatten Sie das ausgedrückt. Das wird auch sicherlich niemand bestreiten. Man muss aber auch sagen, Herr Bütter, nicht jeder Fall ist ein Werner. Ich habe mir mal die Statistik der Inobhutnahmen genauer angeschaut. Sie haben vorhin viel referiert über Vernachlässigung, Misshandlung und sexuelle Übergriffe oder sexuellen Missbrauch. Wenn man sich die Statistik der Inobhutnahmezahlen anschaut, dann ist das der weitaus geringere Teil der Inobhutnahmegründe. Der weitaus größere Teil der Inobhutnahmegründe ist Überforderung der Eltern oder eines Elternteils. Wenn man sich diese Zahlen mal wirklich vergegenwärtigt, dann muss man sich fragen, was passiert da mit dem SGB 8? Jemand von Ihnen, ich weiß es jetzt nicht mehr, hat vorhin gesagt, das SGB 8 ist ein Fortschritt gewesen für den Kinderschutz, weil es ganz, ganz viel Hilfe anbietet. Wenn ich also als Inobhutnahmegrund, wir reden also über den stärksten Eingriff des Elternrechts, wenn ich als Inobhutnahmegrund Überforderung eines Elternteils habe, muss ich mich doch fragen, greift da das SGB 8 nicht oder stimmen die statistischen Zahlen nicht? Das ist also das eine, worauf ich Sie noch mal hinweisen möchte. Die drei Fragen, die ich habe, lassen sich ganz sicher nicht sofort beantworten. Ich möchte sie deshalb bitte nur in den Raum stellen, aber vielleicht haben Sie ja auch eine Antwort. Was ich immer wieder merke, ist, dass der Begriff Kindeswohlgefährdung ein sehr schwieriger Begriff ist. Das hatte auch jemand ausgeführt. Ich glaube, Sie waren das, Herr Wiesner. Wir sprechen auch über belastete Kinder. Was ich merke, auch aufgrund der Kontakte zu den betroffenen Familien, ist, dass das akzeptierte Verhaltensrepertoire sowohl von den Kindern als auch von den Eltern immer enger wird und dieser Begriff der Kindeswohlgefährdung nach meinem subjektiven Eindruck regelrecht inflationär gehandhabt wird. Da sehe ich ein großes Problem drin. Die Frage, die ich also habe oder die ich in den Raum stellen möchte, ist, wie wird die Politik verhindern, dass dieser Begriff einer Ideologie unterworfen wird? Die zweite Frage, die ich habe, ist, wie wollen Sie sicherstellen, dass die Verhältnismäßigkeit gewährleistet bleibt? Wir reden jetzt schon über 48.000 Inobhutnahmen, wenn man das bereinigt, um die Kinder, die allein aus dem Ausland einreisen, bleiben immer noch 37.000 Kinder pro Jahr. Sie haben völlig recht, zu Recht gesagt, das ist 0,1%, aber die bleiben ja länger als ein Jahr. Man muss also die Verweildauer dazu rechnen, denke ich, um da auf eine korrekte Zahl zu kommen. Die dritte Frage ist, und das ist sicherlich die heikelste,
Wie kann man die Belastung der Kinder und Familien im Rahmen von Sorgerechtsstreitigkeiten und Umgangsstreitigkeiten in Gerichtsverfahren reduzieren? Und da werden Sie meiner Meinung nach, wenn ich das so sagen darf, irgendwann an die Richter ran müssen. Besten Dank. Herr Dr. Büttner. Ich wollte nur zu einem Aspekt von Ihnen was sagen. Sie haben völlig recht, dass 43% der Inobhutnahmen zurückgehen auf Überforderung der Eltern. Aber das dürfen Sie natürlich nicht gleichsetzen, dass bei diesen 43% automatisch der Sorgerechtsentzug kommt, sondern diese Gruppe der Überforderung der Eltern sind Anlässe von höchster Not in der Familie, wo man sagt, im Augenblick können wir überhaupt nicht und wir müssen uns sofort trennen und wir brauchen eure Hilfe im Rahmen einer Inobhutnahme. Ich habe jetzt keine Zahl dafür, weil ich nicht glaube, dass das irgendwo erfasst wurde. Aber aus unserer Erfahrung kann ich nur sagen, die Gruppe derer, wo die Inobhutnahme wegen Überforderung der Eltern initiiert wurde, häufig sogar auf Wunsch der Eltern, sind diejenigen, aus denen sich die größte Gruppe rekrutiert, wo die Kinder mit Hilfe auch wieder zurückgehen. Also Sie sollten das nicht gleichsetzen. Also Sie haben ja implizit den Vorwurf gehabt, wie kann die Überforderung ein Grund für den Obhutnahme und Sorgerechtsentzug sein? Wenn das so wäre, hätten Sie völlig recht. Aber dem ist so nicht. Ja, zu dem Begriff Kindeswohlgefährdung. Und Sie hatten ja die Sorge, oder die würde inflationär verwendet. Ich vermute, dass andere genau das Gegenteil sagen würden. Und sagen würden, die Schwelle ist so hoch, wie lange guckt der Staat dann im Einzelfall zu? Ich gehöre nicht zu denen, aber ich denke, letztlich kommt man natürlich um einen unbestimmten Rechtsbegriff als Eingriffsschwelle nicht herum. Die Frage ist eben die, wie wird gewissermaßen mit dem Sachverstand im Jugendamt, im ASD und so weiter die Situation im Einzelfall erfasst? Und die Prognose bleibt am Ende natürlich immer eine ganz große Herausforderung, nämlich abzuschätzen, ob diese festgestellte Kindeswohlgefährdung auf die Zukunft gerichtet mit den Eltern wieder abgewendet werden kann oder nicht mit ihnen. Und da bleiben natürlich, da bleibt ein Rest oder ein Stadium von Unsicherheit, was, glaube ich, auch durch fachliche Kompetenz, durch Einfühlungsvermögen und so weiter nur ein Stück weit reduziert werden kann. Aber ich hätte es jetzt nicht so aufgefasst, dass selbst wenn der Begriff in der Umgangssprache inflationär verwendet wird, dass aber in der Praxis der Gerichte da immer noch die Schwelle aus meiner Sicht relativ hoch angesetzt wird. Vielleicht kann ich noch ergänzen. Also für mich ist das auch eher noch mal an wichtiges Anzeichen dafür, dass wir eine viel intensiver Verständigung darüber brauchen, ab wann wir, warum, aus welchen Gründen und mit welchen Perspektiven über Kindeswohlgefährdung in der Praxis sprechen. Das ist im Moment noch zu sehr wirklich in die Perspektive und berufliche Erfahrungen der einzelnen Fachkräfte gelegt. Und es wäre sicherlich sehr viel gewonnen, wenn wir an dieser Stelle stärkere Übereinkunft in den Sichtweisen in der Diagnostik letzten Endes gewinnen würden. Diagnostik hat eine wesentliche Funktion, Sicherheit zu geben und nicht jeden Einzelnen irgendwie die Sache nochmal völlig mit eigenen Augen interpretieren zu lassen. Diese eigenen Augen holen uns alle nasenlang ein. Wir haben es gehört, da wo wir über die Perspektiven auf Kinder von Eltern in Trennung oder in anderen Auseinandersetzungen mit dem Jugendamt hören, selbstverständlich, das ist eine Erfahrung, die wir in der Forschung auch machen, dass oft, wenn wir beide Eltern fragen, man das Gefühl hat, sie reden aber über völlig komplett verschiedene Kinder. Ja, deshalb ist es so wichtig, auch die Kinder selber anzugucken. Wir haben es gehört nochmal im Punkto ADHS, wobei ich denke, an der Stelle ist jetzt wirklich auch viel schon gut hingeguckt worden und wir sind immer stärker dafür sensibilisiert, dass nicht jedes unruhige Rumgezappel schon gleich ADHS ist, sondern dass es eine relativ seltene Erkrankung ist. Aber trotzdem jetzt zum Beispiel der Befund, dass Kinder, die vorzeitig eingeschult sind, ein viel höheres Risiko haben, eine ADHS-Diagnose davon zu tragen. Da ist sozusagen das junge Alter, was mit mehr motorischer Unruhe verbunden ist, wird gleich mal zum Vorschub für eine Fehldiagnose, wenn man so will. Ja? Und so ist es, das ist schwierig, selbst für Fachleute enorm schwierig. Und deshalb denke ich, es wäre von der
Qualitätssicherung her ein großer Fortschritt, wenn wir uns an der Stelle mehr auf gemeinsame Kriterien verständigen könnten und da so ein bisschen mehr die gemeinsame Basis einziehen an dieser Stelle. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für Ihre konzentrierte Mitarbeit in den letzten Minuten. Wir haben um 20 Minuten überzogen und zwischen uns und den guten Gesprächen und dem Buffet steht nur noch der Paul Lehrieder, unser Vorsitzender des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Paul, bitte. Liebe Christina, es war die charmanteste Anmoderation. Wenn der aufhört, gibt es was zu essen. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie an diesem Symposium, an dieser Tagung heute teilgenommen haben, dass Sie unser Thema Kindeswohl auf dem Prüfstand, was brauchen belastete Kinder, so ernst genommen haben, dass Sie eben sich mit qualifizierten, höchstqualifizierten Wortbeiträgen eben in die Diskussion angebracht haben. Dafür ein Wort des Dankes. Ja, und ich glaube, Dank auch an die AG Familie, lieber Markus Weinberg, dass wir in der jetzigen Diskussion, in der sich sehr vieles nur noch über Asyl dreht, dass wir natürlich nicht vergessen, wo wir auch Probleme in unserer Gesellschaft haben, Probleme unserer Familie haben, Probleme unserer Kinder haben, dass wir das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ein Signal an unsere Bevölkerung, dass wir natürlich da genauso hingucken. Wir haben das Thema nicht vergessen, wie schon gesagt, und das eine tun, ohne das andere zu lassen. Dafür ein herzliches Wort des Dankes. Danke auch an die Sachverständigen, an Herrn Dr. Peter Büttner von Petra. Herzlichen Dank an Frau Dr. Sabine Walper, herzlichen Dank an Herrn Dr. H.C. Reinhard Wiesner und Herrn Professor Dr. Reinhard Wiesner und Herrn Professor Dr. Jörg M. Fegert für die. Habe ich was falsch gesagt, weil er so lacht? Musst immer aufpassen, wenn ein Professor im Hintergrund lacht, ist es gefährlich. Herzlichen Dank für die Statements, für die Einführungen. Ja, und wir haben sehr viel über Kindeswohl, Gefährdungsprognose, die nur schwer zu leisten ist. Wir haben über die Aufgabe der Jugendämter gesprochen. Wir sollen aber in dem ganzen Dreieck, Stichwort Staat, Eltern, Kind, nicht vergessen, eben schwingt hier gerade bei den Eltern auch die Beratung, die Prophylaxe. Und ähnlich wie wir jetzt diskutieren, wie schaffen wir die Flüchtlinge in Deutschland zu bewältigen, geht nicht ohne einen Blick auf die Situation in Syrien. Und genauso geht es bei belasteten Kindern zur Fragestellung, Kindeswohl auf dem Prüfstand, was brauchen belastete Kinder? Und ich erlaube mir zu behaupten, am besten für belastete Kinder sind unbelastete Eltern. Das heißt, wenn es uns gelingt, eben hier Spannungsverhältnisse bei den Eltern abzubauen, vielleicht a priori zu vermeiden, da hätten wir für die Kinder sehr viel getan, wohl wissend, dass es auch Partnerschaften gibt, wo es nicht mehr weitergeht, ganz klar. Aber es wurde am Schluss ja nochmal sehr ausführlich von Ihnen, auch Frau Walper, darauf hingewiesen, wenn eine Rückkehroption in die Ausgangsfamilie ist, dann sind stringente, zwingende Standards für die Elternarbeit, für die Beratung, für die Erziehungshilfe, aber auch natürlich eben hier für die Ehe, für die Familien, für die Partnerschaftshilfe, glaube ich, auch ganz wichtig. Und vielleicht würden wir es schaffen, wenn wir da stärker eben hier prophylaktisch auch auf die Familienberatung, auf Eheberatung, auf Partnerschaftsberatung eben, ich bin hier repliziert, dass man dem ein oder anderen Kind möglicherweise seinen Elternteil noch erhalten könnte, dass sich die Eltern im Interesse des Kindes vielleicht zusammenraufen, auch wenn die Liebe erkaltet und ich weiß, wovon ich rede. Ich war jahrelang Standesbeamter als ehrenamtlicher Bürgermeister meiner Heimatgemeinde und gleichzeitig Rechtsanwalt. Ich habe Vormittag eine Trauung gemacht und Nachmittag eine Scheidung. Also von daher, man kennt beide Enden. Man muss immer überlegen, das sind Menschen, die geloben, sich bis zum Lebensende zusammenzubleiben. Und wenn es dann Schwierigkeiten gibt, dann geht man doch auseinander. Und das Kind leidet oft genug darunter. Bitte denken Sie an die Kinder, die zum Teil Schuldkomplexe haben. Und wenn man Kinder fragt, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit dann, was wünschst du dir am meisten, dass der Papa wieder zurückkommt, dass die Mama wieder zurückkommt? Das heißt also eine funktionierende Partnerschaft, wenn wir das irgendwie hinbekommen können, ich glaube, dann hätten wir als Eltern sehr viel getan. Es wird nicht immer klappen, aber nicht eben hier eine Partnerschaft, nur weil man sich mal nicht verstreicht, eben hier wegwerfen, sondern sagen, okay, gut, man kämpft darum, auch im Kindeswohl, vielleicht kann man doch irgendwo ein gewissen Mindestmaß an Konsens mit dem Partner aufrechterhalten, solange bis die Kinder groß genug sind, um das besser zu verstehen. Ich glaube, das sollte man nicht ganz vergessen, wie schon gesagt, mein Appell an Sie, in Ihrer Arbeit da auch drauf zu denken. Ansonsten nochmal herzlichen Dank. Ja, und wir haben am Donnerstagnachmittag vom Ausschuss, das war heute eine Veranstaltung unserer Fraktion, aber am Donnerstagnachmittag um 4 werden wir im Ausschuss mit der AFED, mit der Arbeitsgemeinschaft der freien Erziehungsträger, über die Situation von Kindern in Familien mit psychisch belasteten Eltern wieder diskutieren. Das ist auch ein ganz großes Thema. 2 bis 2,5 Millionen kleine Helden, die keine Anwälte haben, die nicht wo die Eltern ausfallen, eben quasi als natürlicher Sachwalter der Kindesinteressen zunächst. Wir sind an der Diskussion dran, ja, und die Qualitätserfolgskontrolle steht aus. Wie Sie vorhin gesagt haben, Frau Walper,
Wir sind daran. Der Auftrag ist vergeben. Wir hoffen, dass wir eine systematische Zusammenstellung der Auswirkungen von Trennungsfolgen, Stichwort eben auch das Wechselmodell, Stichwort eben schon hier auch, wie schaut es aus, welche Situation brauchen die Kinder, wenn die Eltern nicht mehr miteinander können und welche Spätfolgen, welche Auswirkungen hat es vielleicht nach 15, 20, 25 Jahren. Ich glaube, das mal anzuschauen, verdient auch die Wertschätzung eben hier aller, die in diesem Bereich tätig sind. Da sind wir auch dran. Und ganz wichtig eben hier, schauen Sie, wenn Sie heute einen Verkehrsunfall haben, habe ich auch als Anwalt gelernt, kriegen Sie einen öffentlich bestellten, vereidigten Sachverständigen für Verkehrsunfälle. Bei Familiensachen gibt es keinen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Wie man eine Qualifikation, wie man eine Zertifizierung der in diesem Bereich tätigen Sachverständigen bekommen kann, auch das ist ein großes Thema. Bin dankbar, dass der Rechtsausschuss das schon in Händen hat und wir werden den natürlich eben als mitberatender Ausschuss selbstverständlich kritisch begleiten. Herzlichen Dank, alles Gute, Ihnen noch einen schönen Tag.